und selbstverständlich auch alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Webinars bei Zoom. Ich freue mich, dass Sie heute bei unserem IGZ-Web-Talk eingeschaltet haben und sich so zahlreich angemeldet haben zu dem griffigen Titel Auschwitz als Staatsreligion, Antisemitismus in der neuen Rechten. Und ich darf auch ganz herzlich meine zwei Gäste begrüßen, Professor Dr. Oliver Decker und Dr. Volker Weiß. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich sage auch gleich später noch mal was zu Ihnen. Ja, mein Name ist Anja Thiele. Ich führe heute durch die Veranstaltung. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Und ich bin dort verantwortlich für den Fachbereich Antisemitismus. Der heutige Web-Talk ist eine Veranstaltung des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt, an dem das IDZ in Jena teilnimmt. Wer es nicht kennt, das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderter Verbund aus 11 Hochschul- und Forschungseinrichtungen in ganz Deutschland. Und wir untersuchen auf interdisziplinäre Art und Weise die Herausforderungen der Gesellschaft in der Gegenwart. Und in diesem Forschungsinstitut für gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt es auch einen Forschungsbereich, der sich mit der Frage nach den Erinnerungspolitiken und deren Erinnerungskulturen mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt beschäftigt. In den dazugehörigen Forschungsprojekten wird beispielsweise gefragt, inwiefern durch den Rückgriff auf Geschichte bestimmte soziale Identitäten oder auch Zusammenhalte generiert werden, aber auch wie durch das Umdeuten von historisch nachgewiesenen Tatsachen etwa bestimmte eigene soziale Gruppierungen generiert werden oder auch hegemoniale Vorstellungen von Zusammenhalt in Frage gestellt werden. Und diese Fragen sind gerade angesichts der in den letzten Wochen und Monaten zu beobachtenden Vorgänge auf den Corona-Demonstrationen von höchster Brisanz, könnte man sagen, da wir hier sehr viele verschiedene Formen von Geschichtsrevisionismus und relativierenden revisionistischen Geschichtsdeutungen beobachten konnten, insbesondere natürlich meist in Bezug auf den Nationalsozialismus. Und solche Formen von Geschichtsrevisionismus und Relativierung, das hat sich auch an vielen der Demonstrationsteilnehmenden gezeigt, sind auch immer von antisemitischen Untertönen grundiert. Der Geschichtsrevisionismus, könnte man auch sagen, ist insbesondere so Formen der Umdeutung oder gar Leugnung des Holocaust oder auch der Umdeutung des Nationalsozialismus gehören eigentlich zum Kern, zum Standardrepertoire der extremen Rechten und auch zum Standardrepertoire neurechter Argumentationen. Und die wiederum sind eng mit antisemitischen Einstellungen verknüpft. Die Antisemitismusforschung spricht gerade bei Formen von Antisemitismus, die sich in irgendeiner Form durch die Abwehr der Erinnerung an den Nationalsozialismus ausdrücken, von dem sekundären Antisemitismus beziehungsweise dem Schuldabwehr-Antisemitismus. Und über diesen Zusammenhang möchten wir heute ein bisschen genauer ins Gespräch kommen, in einem Dialog historischer und sozialpsychologischer Perspektiven. Und ich bin sehr froh, dass wir heute zwei ausgewiesene Experten auf diesem Gebiet des Antisemitismus, des Rechtsextremismus und auch des Geschichtsrevisionismus bei uns zu Gast haben, und zwar Volker Weiß und Oliver Decker. Dr. Volker Weiß ist Historiker und Publizist, und er hat vor allen Dingen zur Geschichte und Ideologie der extremen Rechten in Deutschland geforscht und publiziert.
Ich möchte an dieser Stelle vor allen Dingen sein Buch Die autoritäre Revolte, die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes hervorheben. Ein sehr lesenswertes Buch, wie ich finde, das 2017 im Klett-Cotta Verlag erschienen ist. Und Volker Weiß arbeitet aber auch für verschiedene Tageszeitungen und Zeitschriften, zum Beispiel für die Zeit und die Jungle World. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und heiße Sie herzlich willkommen. Professor Oliver Decker ist Sozialpsychologe an der Uni in Leipzig, dort auch ein Partnerinstitut aus dem Forschungsverbund Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Er ist dort Direktor des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung, kurz CREDO, sowie Gründungsdirektor des erst kürzlich gegründeten Else-Frenkel-Brunswick-Instituts für Demokratieforschung. Auch Oliver Deckers Forschungsschwerpunkte liegen also im Bereich der Rechtsextremismus- und Antisemitismusforschung. So ist er unter anderem beispielsweise auch Co-Autor zusammen mit Elmar Brähler der Autoritarismusstudie der Universität Leipzig, die in regelmäßigen Abständen autoritäre und rechtsextreme Einstellungen in Deutschland untersucht. Die letzte Studie ist auch erst vor wenigen Wochen erschienen und wir sind gespannt im späteren Gespräch, inwiefern jetzt auch die historische Analyse von Volker Weiß durch die sozialpsychologischen Erkenntnisse von Oliver Decker ergänzt wird. Auch Sie heiße ich ganz herzlich willkommen, Herr Decker. Schön, dass Sie da sind. Bevor wir jetzt gleich mit dem Inhaltlichen starten, muss ich noch ein paar organisatorische Aspekte vorausschicken. Wir werden jetzt folgendermaßen vorgehen. Die nächsten 45 Minuten wird Volker Weiß einen Vortrag über den Antisemitismus in der neuen Rechten halten. Anschließend knüpft Oliver Decker mit einem kurzen Kommentar dazu an. Danach können sich beide nochmal austauschen über, also zunächst mal untereinander und dann öffnen wir auch quasi das Gespräch für Ihre Fragen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir haben das so geregelt, dass Sie im Webinar jederzeit Fragen stellen können, schon während des Vortrags von Volker Weiß oder des Vortrags von Oliver Decker. Gerne einfach die Fragen in den Chat reinschreiben. Den werten wir danach aus und genau. Und gleichzeitig können auch Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, auf Facebook oder YouTube die Kommentarfunktion unter dem Video, unter dem Livestream nutzen und hier auch Ihre Fragen stellen. Mein Kollege Joel schaut die sich dann an und lässt mir die Fragen zukommen und ich leite sie dann an unsere Gäste weiter. Ja, jetzt aber genug der Einführung. Ich möchte das Wort jetzt an Volker Weiß übergeben und wünsche Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, viel Spaß beim Zuhören. Und Volker Weiß, the stage is yours. Ja, guten Abend und vielen Dank für die freundliche Einladung und Anmoderation, Frau Thiele. Mein heutiger Vortrag wird sich hauptsächlich auf die Verschränkung von Geschichtsrevisionismus und Antisemitismus durch die neue Rechte beziehen. Damit ist allerdings noch lange nicht alles zum Stand des Antisemitismus heute gesagt. Vielmehr ist dort ja seit einiger Zeit eine deutliche Eskalation sichtbar, vor allem in Form von Anschlägen auf Synagogen, auf jüdische Einrichtungen und das auch weltweit. Beispielsweise ermordete 2012 in Paris ein Islamist drei jüdische Kinder und einen Rabbiner. 2015 wurde ebenfalls in Paris, wurden bei einem Anschlag auf einen koscheren Supermarkt vier Menschen ermordet. Es gab den Angriff auf die Synagoge von Halle an Yom Kippur
2019. Ein Jahr zuvor das antisemitische Massaker in der Synagoge von Pittsburgh, das deutlich ein Vorbild für den Attentäter von Halle war. 2019 gab es einen Angriff auf eine Synagoge in Poway in Kalifornien. Also wir sehen ein weltweites Phänomen. Es gab dieses Jahr Steinwürfe in Essen auf die Synagoge und einen Angriff auf einen Besucher der Synagoge in Hamburg. Und die Täter, das kann man an dieser Stelle vorne wegnehmen, sind identitäre Akteure, die sich im Prinzip in ihrer ganzen Substanz, also körperlich, geistig, historisch, in ihrer gesamten Substanz durch das Judentum oder das, was sie dafür halten, bedroht fühlen. Und darin, in diesem Gefühl der Bedrohung der eigenen Identität, sind sich gewissermaßen Islamisten und extreme Rechte auch sehr, sehr ähnlich. Ja, das gibt mir auch gleich das erste Stichwort. Ich habe einige Bilder für Sie vorbereitet. Das Thema Identität treibt dann auch beispielsweise nach dem Attentat, nach dem Anschlag in Halle, die AfD um. Da gab es zwei sehr merkwürdige Posts auf Facebook von AfD-Politikern. Roland Ulbricht schreibt: Was ist schlimmer, eine beschädigte Synagogentüre oder zwei getötete Deutsche? Ich hoffe, Sie können das sehen, diesen Post hier. Das zielt natürlich in die Richtung, die Debatte ging dann sehr schnell aus der Rechten los, dass man nicht einsehen wollte, dass der Angriff auf die Synagoge in Halle als ein antisemitischer Angriff gewertet wurde, wo doch die beiden Opfer gar keine Juden waren. Interessant ist die hier mitschwingende, der Subtext gewissermaßen, sozusagen die Deutschen draußen und wer ist das dann eigentlich in der Synagoge, abgesehen davon, dass diese Lesart des Angriffs natürlich völlig unterschlägt, was denn eigentlich passiert wäre, wenn diese Türe nicht gehalten hätte und dass das Ziel eben hauptsächlich erst einmal die Synagoge war. Noch drastischer hat das dann ein anderer, der Pressesprecher damals der AfD in Sachsen, Harlas, ausgedrückt. Ich zitiere auch einen Facebook-Post, den ich damals abfotografiert habe. Nur mal zur Erinnerung, der Psycho von Halle hat Deutsche erschossen, keine Semiten. Damit sind wir schon mitten im Thema Identität, weil hier auch ganz klar die Opposition aufgemacht wird, Semiten, was übrigens immer das sein soll, können keine Deutschen sein. Nun ist der Begriff des Semitischen kommt eigentlich aus der Sprachwissenschaft und hat außerhalb dessen und noch der Antisemitismusforschung eigentlich gar nichts verloren. Aber hier ist es ganz klar, auch hier wird die Dichotomie aufgemacht, Deutsche, Juden. Und auch da ist eben offensichtlich das Hauptskandalon eben, dass Deutsche erschossen wurden und wie er sich ausdrückt, eben keine Semiten. Also das mal als ganz spontane Reaktion damals auf den Angriff in Halle von einer Partei, die ja von sich selbst behauptet, letztendlich das große Bollwerk gegen den eingewanderten Antisemitismus zu sein. Eine andere Ebene des Antisemitismus ist, Sie hatten es eben genannt, Frau Thiele, ein ahistorischer, ein verhöhnender Symbol- und Sprachgebrauch, wie er etwa im Kontext der Proteste nun gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vielfach gesehen wurde. Das ging sehr viel durch die Medien. Ich habe deswegen einfach nur ein Bildbeispiel mir hier ausgesucht. Wurde gepostet, ich werde diesen Stern mit Stolz tragen. Wer noch? Und man sieht den klassischen Judenstern, der während der Zeit des Holocaust, während des Nationalsozialismus zur Stigmatisierung von Jüdinnen und Juden diente. Und da gibt es ja sehr viele verschiedene Motive, die das abbilden. Ich habe das gewählt, weil das doch besonders perfide ist. Es ist eine bearbeitete Fassung, also eines Originalsterns, eines historischen Sterns. Und da ist quasi gefotoshoppt drüber, nicht geimpft. Also eine häufige Analogie der letzten Tage, dass eben Impfgegnerinnen und Impfgegner oder andere, die sich da politisch einordnen, dann ihre heutige Rolle selber mit der Juden im Dritten Reich dann vergleichen und natürlich damit implizit die andere Seite dann zu den Nazis machen. Und wenn man sich ein bisschen dann historisch umschaut, ich werde diesen Stern mit Stolz tragen, schreibt der Herr, ist übrigens ein Österreicher, ein Fan der FPÖ, wie man auf seinem Facebook-Auftritt dann sehen kann. Ich habe ihn hier anonymisiert.
Wenn man sich ein bisschen auskennt, dann hat man vielleicht schon mal die Phrase gehört, die Sentenz, tragt ihn mit Stolz den gelben Stern. Das war eine Reaktion innerhalb der jüdischen Gemeinden auf diese Stigmatisierung, eine Aufforderung, gut, wir werden dieses Stigma mit Stolz tragen. Und das wird hier dann zu einer sehr ahistorischen Phrase dann eben gemacht, diese Sentenz aus dem Dritten Reich selber, mit der sich Juden dann gewehrt haben, wir werden es mit Stolz tragen. Das wird hier übernommen, also eine sehr ahistorische Übernahme gewissermaßen. Es gibt heute Eltern, die ihren Kindern tatsächlich einreden, sie seien wie Anne Frank, weil sie angeblich nur heimlich ihren Kindergeburtstag feiern können. Und dass solche Vergleiche sind eben wie auch diese Symbole bereits der Ausdruck jener erinnerungspolitischen Wende, jener erinnerungspolitischen Umkehr, die ja am rechten Rand seit Jahrzehnten eigentlich gefordert wird und kulminierte eben in der berühmten Rede dann von Björn Höcke mit genau dieser Forderung. Aber auch dieses Phänomen ist international, also im Zuge moderner Pseudokulte wie QAnon beispielsweise tauchen dann auch die Kindermordlegenden des ganz klassischen Antisemitismus wieder auf. Das kennt man ja, wenn der jüdische Schächtritus dann wurde immer wieder durch die Jahrhunderte dann darauf geblendet, dass Juden eben für bestimmte Rituale angeblich Blut von christlichen Kindern brauchen. Und das kehrt jetzt gewissermaßen wieder dieses Motiv in der Behauptung, dass globalistische Eliten, und das ist diese QAnon-Legende, die verbreitet wird, eben auch Kinder Blut brauchen, um ein bestimmtes Medikament herzustellen. Das ist einfach eine Wiederkehr der ganz klassischen antisemitischen Mythen. Und sobald dann Namen wie George Soros beispielsweise als Akteure noch auftauchen oder auch sehr beliebt immer die Rothschilds, sind wir mittendrin in einem ganz klassischen, hochaggressiven Antisemitismus. Heute kann auch die Anwältin eines republikanischen Wahlkampfteams in den USA überzeugt davon sein, dass der Finanzinvestor Soros, dessen jüdische Herkunft ja öffentlich bekannt ist, gewissermaßen gemeinsam mit dem längst verstorbenen lateinamerikanischen Linkspolitiker Hugo Chavez die amerikanischen Wahlen im Voraus manipuliert hat. Und das sind auch wieder ganz altbekannte Mythen, die da wieder aufbrechen von einer roten und einer goldenen Internationalen, die sich gewissermaßen gegen die Vaterländer verschworen habe und das eben nur wieder in heutiger Form. Erneut geht es um das Motiv einer angeblichen Bedrohung dessen, was eben als das eigene verstanden wird. Und in diesem Sinne schrieb dann beispielsweise vor einigen Jahren auch Wolfgang Gedeon, der eine ganze Weile in Baden-Württemberg AfD-Abgeordneter war, schrieb er vom Judentum als dem inneren Feind, also der Feind, der die Identität des eigenen vom Inneren her bedroht und kombiniert mit dem angeblich zionistischen Diktat dann der Erinnerungskultur, also innerer Feind und äußerer Feind. Und die Referenz Gedeons war ja ernsthaft die Protokolle der Weisen von Zion, also einer der Klassiker der antisemitischen Literatur, eine bekannte Fälschung. Ja, also ehe ich auf die spezifischen Formen eben dieses neurechten Antisemitismus zu sprechen komme, musste ich zunächst einmal darauf hinweisen, dass eben auch der ganz klassische, ganz alte Antisemitismus, der Antisemitismus der Blutsmythen und der Weltverschwörung gerade sehr aktiv wieder ist. Ich denke aber, dass das Schwinden der Schamgrenzen hinsichtlich also eines ganz unverstellten Ressentiments meines Erachtens auch den Vorlauf hat eben in der systematischen Agitation, nämlich gegen die Barrieren, die sich eine Gesellschaft gerade in Form von Erinnerungskultur eigentlich errichtet hat gegen diesen alten Antisemitismus. Und diese Agitation jetzt gegen die Erinnerungskultur als spezifische Form des neurechten Antisemitismus wird jetzt im Weiteren mein Hauptthema sein. Es wird, wie gesagt, im Folgenden hauptsächlich um die Positionen der neuen Rechten gehen. Und diese sieht, wie ich hier dann ausführen möchte, die Aufarbeitung der deutschen Verbrechen an den europäischen Juden
vor allem als einen Angriff auf die deutsche Identität. Und um diese Verschränkung herauszuarbeiten, möchte ich mich zwei neurechten Diskursfeldern besonders widmen, nämlich dem Diskursfeld der Geschichtspolitik auf der einen Seite und dem eben über das Judentum. Und repräsentativ in diesen Fragen für die neue Rechte, aber auch bis weit hinein, so Entschuldigung, hier ist das QAnon-Bild, das übrigens bereits international diskutiert wird, das ist ein Screenshot aus den Times, Israeli Times, einer englischen Webzeitung, da wird das bereits als antisemitischer Code dann auch identifiziert. Ja, Entschuldigung. Wie gesagt, repräsentativ für die von mir angerissenen Fragen bis in die neue Rechte hinein, aber auch bis weit in die AfD, ist eine Zeitdiagnostik, wie sie beispielsweise das Buch Finis Germania von Rolf-Peter Siefeler entfaltet. Es ist vor einiger Zeit stark in den Medien gewesen. Es gab einen Feuilleton-Skandal, breite Debatten über das Buch, wobei in diesen Debatten in meinen Augen der Inhalt, der eigentliche Inhalt, kaum rezipiert wurde. Es ist ein Bestseller aus dem Antaios Verlag und das ist eben jener Hauptverlag dieser neuen Rechten, der sich in diesem Schnellroda-Komplex um den Verleger Götz Kubitschuk ersammelt. Finis Germania war gewissermaßen der erste Bestseller dieser neuen Rechten. Das ist ein äußerst fragmentarisches Buch in der Form, im Inhalt auch äußerst konfus und widersprüchlich. Aber durch seine Wirkung reichte er dann weit über das eigentliche Milieu der neuen Rechten hinaus. Für die erste Seite wählte der Autor dann folgende Zeilen. Ich zitiere einmal den Beginn von Finis Germania von Rolf-Peter Siefeler. Wenn Deutschland zu den fortgeschrittensten, zivilisiertesten, kultiviertesten Ländern gehörte, so konnte Auschwitz bedeuten, dass der humane Fortschritt der Moderne jederzeit in sein Gegenteil umschlagen kann. So hätte jedenfalls eine skeptisch-pessimistische Lehre aus der Vergangenheit lauten können. Die übliche Vergangenheitsbewältigung ging jedoch ganz andere Wege, da es sich bei ihr um eine direkte Fortschreibung der Entente-Propaganda des Ersten und Zweiten Weltkriegs handelte, musste Deutschland ein traditionalistisch vormoderner Sonderweg zugeschrieben werden, wobei es sich fundamental vom Westen unterscheiden sollte. Dies hatte vor allem die Funktion, die moderne Welt von der Möglichkeit eines Holocaust zu entlasten. Zitat Ende, soweit eben der Eingang von Siefele in dieses Buch, das also eine geschichtstheoretische Bibel gewissermaßen der neuen Rechten wurde. Ja, und da stellt sich gleich die Frage, es geht natürlich um Identität wieder, in wessen Tradition stellt sich eigentlich diese Diagnose? Denn die Erkenntnis, dass Fortschritt und Moderne in ihr Gegenteil umschlagen können, wie Siefele es ja formuliert, war eigentlich ja die Basis für die gesamte kritische Theorie. Und über Jahrzehnte hat diese Denkschule, die der kritischen Theorie, nämlich die Debatte um den Zusammenhang von Auschwitz und der westlichen Industriemoderne angeregt. Nur, und das ist der Unterschied, von einer Entlastung des Westens konnte ja in dieser Kritik überhaupt keine Rede sein. Die kritische Theorie war gewissermaßen die schärfste Selbstkritik, die je in einer Gesellschaft formuliert wurde. Und bereits 1944 hatte sie ja das große Versprechen der Moderne, nämlich die kreatürlichen Zwänge zu überwinden, mit der Erkenntnis konfrontiert, dass die Menschheit, wie es in der Dialektik der Aufklärung steht, anstatt in einen wahnhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt. Mit dieser These von einer eben dergestalten Dialektik der Aufklärung hatten dann Max Horkheimer und Theodor W. Adorno die von Siefeler eingeforderte skeptisch-pessimistische Lehre noch als Zeitzeugen der Shoah längst selbst gezogen und sollten sie ja in den Folgejahrzehnten noch ganz wesentlich in der westlichen Welt und nicht nur da verbreiten. Aber die hier eingangs beleuchtete Textstelle Siefelers legt nahe, dass er sich als eine Art kritischer Theoretiker von rechts verstand. Und
Tatsächlich war er ja ein ganz klassischer 68er, wie auch seine Verteidiger nicht müde wurden zu betonen. Also er kam aus der APO-Geschichte, er kam sogar aus dem Gründungsprozess der Grünen, bis er dann diese Rechtskehre gemacht hat. Und die breite Rezeption der kritischen Theorie in dieser APO-Zeit, in diesem Milieu, in dem er sich bewegt hat, ist selbstverständlich nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Die neue Rechte jedoch, das Milieu also um den Antaios Verlag und sein neues Hausmilieu seit ungefähr ja, Anfang der 90er spätestens, tritt ja hingegen als eine Negation der 68er auf. Und in Bezug auf die Frankfurter Schule ist in diesen Kreisen der Vorwurf des Kulturmarxismus verbreitet, der übrigens auch ein antisemitischer Topos ist, gewissermaßen eine modernisierte Variante des klassischen nationalsozialistischen Kampfbegriffes vom Kulturbolschewismus. Normalerweise gilt die kritische Theorie eben als das, was aus einem kulturmarxistischen Impetus heraus eben die Identität der westlichen Nationen, vor allem der Deutschen, zerstören wollte. Tatsächlich steht auch Sieferles Argumentation trotz dieses Habitus eben diametral zur kritischen Theorie. Denn mit seiner Reduktion entweder auf die Moderne oder eben die Deutschen in dieser Eingangspassage umgeht er ja gerade die dialektische Grundspannung, die im Ereignis der Shoah angelegt ist und die ja die Autoren der kritischen Theorie angetrieben hat. Nämlich das Problem, dass die Judenvernichtung einerseits ein Resultat einer fehlgeleiteten Moderne und andererseits ganz konkret ein Resultat der fehlgeleiteten deutschen Geschichte war. Und das lässt sich eben nicht, wie er es macht, mit einem einfachen Entweder oder, entweder die Deutschen oder die Moderne, auflösen. Tatsächlich gehören beide Teile der Frage zusammen. Die Erkenntnis der Modernität einer industrialisierten Massenvernichtung lässt ja auch die deutsche Urheberschaft nicht verschwinden, wie er das gerne hätte. Entweder sieht für Sieferle, entweder erkennt die Welt, dass alle es hätten tun können. Sie will es aber nicht erkennen, deswegen haben sie alles auf die Deutschen geschoben. Diese Erkenntnisse schließen sich ja überhaupt nicht aus gegenseitig. Die einzige mögliche Synthese ist gewissermaßen, dass ja der destruktive Zug der Industriemoderne unter dann den besonderen Bedingungen der deutschen Gesellschaft in die Shoah führte. Aber Finis Germania versucht eben nicht, das Verhältnis von Besonderem und Allgemeinen auszuloten, sondern es flieht genau in diese Dichotomie Sieferles. Entweder sind alle verantwortlich oder eben keiner. Und andere Positionen, vor allem jeder Hinweis auf eine Realität, aber die historische Realität der deutschen Täterschaft, trifft dann durch Sieferle das Verdikt doch eigentlich nur Siegerpropaganda zu sein, also die Fortschreibung von Kriegspropaganda des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Dadurch, dass er noch den Ersten Weltkrieg mit hineinnimmt, ist es natürlich dann der Großangriff auf das Deutschtum in der ganzen Epoche. Überhaupt ist ja die Frage nach Täterschaft und Verantwortung, die in Geschichtsdebatten ganz zentral ist, wenn es um die Shoah geht, für Sieferle eine völlig unzulässige Personalisierung. Denn Geschichte, so schreibt er, erscheint dadurch ganz archaisch als ein Heldenepos mit Bösewichtern, Opportunisten und Heiligen. Vorbild für diese Inszenierung ist die Personality-Show des Fernsehens. Strukturelles Geschehen wird in die Intimsphäre zurückübersetzt. Das ist gewissermaßen Sieferles Kulturkritik an der Gedenkpraxis der Bundesrepublik. Diese Form der Geschichtsbewältigung ist für Sieferle eigentlich nur das Resultat eines nationalen Substanzverlustes, wie er schreibt. In dem Augenblick, da Deutschland wirkungsvoll verwestlicht worden war, ist das Resultat der Vergangenheitsbewältigung zu bloßen Politikkitsch geworden, zur reinen abstrakten Übung der selbstgerechten Gesinnung. Zitat Ende. Also hier kokettiert Sieferle wieder mit kulturkritischen Motiven, auch wie ein anderer Weg der Vergangenheitsbewältigung hätte aussehen können. Das schreibt er nicht in dem Buch. Und das Problem ist ja, also es gibt ja durchaus Debatten über eine Verkitschung der
des Shoah-Gedenkens und von bestimmten Gedenkpraktiken und so weiter. Aber diese kulturindustrielle Ritualisierung, das trifft ja überhaupt nicht die gesamte Aufarbeitung der Shoah. Also es gibt da durchaus eine historische Aufarbeitung. Es gibt auch, gab über Jahrzehnte eine juristische Aufarbeitung, die von dieser Form der Kulturkritik eigentlich gar nicht betroffen ist. Und das verschweigt er dann eben, weil er sich hinter diesem Gestus eben des Kulturkritikers verschanzt, der nur noch Kitsch und Identitätsverlust zu entdecken vermag. Von dem will er alles nichts wissen. Und vor allem ist ja auch die Kritik eben an kulturindustriellen Aufarbeitungsformen überhaupt nicht neu. Also Adorno hatte Ähnliches bereits 1959 in seinem Vortrag zur Aufarbeitung der Vergangenheit kritisiert, aber ist natürlich zu völlig anderen Ergebnissen als Sieferle gekommen, der einfach gar nichts mehr davon wissen will. Sieferle übernimmt nun die Kritik an der bewusstlosen schematischen Aufarbeitung, die auch durchaus legitim sein kann, und zieht dann die selber weg vom Drang der Aufklärung, der diese Kritik ja eigentlich anleiten sollte, wieder hinein in ein schicksalhaftes Moment. Und bei ihm wird die Shoah dann zu einem Beispiel historischer Determination. Also die Verstrickung in ein Verbrechen wird dann für Sieferle zu einem Nachweis von Seelentiefe. Ich zitiere mal, was er schreibt. Es gibt tragische Völker wie die Russen, die Juden und die Deutschen, an denen sich Paradoxien geschichtlicher Prozesse in ihrer ganzen Schärfe vollziehen. Und dann gibt es untragische Völker, an denen Geschichte abperlt wie Wasser von einem gut eingefetteten Stiefel. Zu ihnen gehören in erster Linie die Angelsachsen. Also so ordnet sich Sieferle die Geschichte. Er sieht also einen Zusammenhang zwischen Verwestlichung und Vergangenheitsbewältigung und diese oberflächliche und schicksalslose Art der Sieger, der Angelsachsen, könne ja gar nicht die tiefen Antriebe verstehen, die die Deutschen zur Shoah geführt hätten. Nur wer selbst, wie die Angelsachsen, wie er es nennt, von den metaphysischen Kräften des Schicksals verschont blieb, der könne doch andere ganz naiv nach Verantwortung überhaupt fragen. Ja, und nach diesem schon völkerpsychologisch anmutenden Exkurs klagt Sieferle dann, dass heute zwar Sexualität und auch Gotteslästerung keinerlei Beschränkung mehr führen, dass aber ein Tabu weiter unverrückbar stünde, wie er schreibt, nämlich der Antisemitismus. Dann sein nächster Schritt. Alles dürfe man kritisieren, lautet dann das Lamento in Finis Germania, nur, ich zitiere, Kritik an den Juden dagegen muss auf die sorgfältigste Weise in die Versicherung eingepackt werden, es handle sich dabei keineswegs um Antisemitismus. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Der Nationalsozialismus, genauer gesagt Auschwitz, ist der letzte große Mythos einer durch und durch rationalisierten Welt geworden. Und ein Mythos, schreibt Sieferle weiter, ist eine Wahrheit, die jenseits der Diskussion steht. Er brauche sich nicht zu rechtfertigen und bereits die Spur des Zweifels, die in der Relativierung liegt, werde eben als Tabubruch geahndet. Zitat weiter, hat man nicht gar die Auschwitz-Lüge als eine Art Gotteslästerung mit Strafe bedroht? Und der Satz ist schon genau zu beachten, denn nicht die Judenvernichtung selber ist der Grund für einen Bann des Antisemitismus, sondern der daraus geschaffene Mythos. Es ließe sich jetzt einwenden, dass Auschwitz ja keinesfalls ein Mythos ist, sondern Ort dieser Vernichtung, also ein historischer, ein ganz realer Ort. Vor allem ist es ja auch ein Forschungsgegenstand, dessen Inhalt durch Quellen, durch Dokumente, durch Zeugenaussagen, Gerichtsurteile der jüngsten Vergangenheit auch schlicht und ergreifend gesichert ist. Aber die Fragen, ob das Gedenken daran dann tatsächlich einst die Funktion eines Mythos übernehmen kann, die hat Sieferle hier eben nicht gestellt. Das wäre ja eine Diskussion über Gedenkpraxis und nicht die einer angeblichen Tabuisierung des Antisemitismus. Also in meinen Augen sind Sieferles Ausführungen ein Paradebeispiel für einen typischen Antisemitismus nach Auschwitz. Und gerade das macht ihn für das Antaios-Milieu interessant, da der Antisemitismus der neuen Rechten eben von ihrem Geschichtsrevisionismus kaum zu trennen ist. Das zeigt sich vor allem daran, dass bei Sieferle Täter und Opfer der Shoah auf eine Stufe gestellt werden. Das ist schon fast Usus in diesen Kreisen.
In seiner Argumentation haben sich Deutsche und Juden negativ einander angeglichen. Wie er schreibt, sei eben mit den Juden das Menschheitsverbrechen der Kreuzigung Christi verbunden, mit den Deutschen nun dasjenige von Auschwitz. Die Deutschen seien durch ihre Schuld nach Siefele heute daher die Parias, wie ja zuvor die Juden in der christlichen Welt. Das ist auch ein Motiv, das sich also durch Finis Germania hindurchzieht. Und derselbe Autor, der also eben noch die angebliche Transformation eines historischen Ereignisses in einen Mythos beklagte, stellt jetzt selbst den Kreuzigungsmythos auf eine Stufe mit einem historischen Ereignis der Zeitgeschichte. Diese Argumentationsfigur funktioniert dann ähnlich wie auch jene, die mit Hinweis auf das Verbot der Auschwitz-Leugnung dann Respekt auch für andere Mythen verlangt. Das ist hier nicht nur von Siefele bekannt, das prägte beispielsweise auch die wiederholte Ausschreibung des sogenannten Holocaust-Karikaturen-Wettbewerbs in Teheran als Reaktion auf die Mohammed-Karikaturen. Also auch hier, und das ist weltweit ein Phänomen, werden gewissermaßen die Grenzen zwischen dem historischen Ereignis auf der einen Seite und dem religiösen Mythos vollkommen verwischt. Und die Argumentation ist dann ganz einfach: Wenn ihr unseren Mythos nicht achtet, nämlich im Falle Teherans ist dann Mohammed, dann achten wir euren nicht. Und dabei wird gewissermaßen sofort unterschlagen, dass Auschwitz eben ein historisches Ereignis und kein Mythos war. Und bei Siefele kommt da noch hinzu, sehr zu beachten, ist die Sprache, mit der diese an sich schon inakzeptable Analogie auch von Tätern und Opfern, diese Gleichsetzung dann verhandelt. Ich zitiere eine andere Passage aus Finis Germania. Da die Juden aber keinen Anteil an der christlichen Ehre haben konnten, nisteten sie sich in den Nischen dieser Gesellschaft ein als Wucherer und Händler. Auch hier eine Affinität zu den Deutschen, die von Helden zu Händlern geworden sind, von aller Welt verachtet und auf ihren Vorteil bedacht. Und das ist eine Darstellung, Zitat Ende Siefele, das ist eine Darstellung, die jetzt nichts referiert, sondern das ist tatsächlich sein Standpunkt, und er nimmt dann auch dieses Motiv auf, also auf der einen Seite sprachlich natürlich das Parasitenmotiv, das Einnisten eben als Wucherer und Händler, und dann nimmt er den Identitätsverlust eben der heroischen Deutschen, die dann eben auch letztendlich verkümmern und sich dadurch den ja bereits verkümmerten Juden in diesem Bild angleichen. Im Unterschied zu den Juden jedoch führt er dann fort, die ihre Schuld am Gottesmord ja nie anerkannt hätten. Seien die Deutschen doch heute beflissen, vor aller Welt ihre Schuld einzugestehen. Damit erfüllten nun beide die gleiche Funktion auf Erden, schreibt Siefele. Ich zitiere weiter: Die Welt braucht offenbar Juden oder Deutsche, um sich ihren moralischen Qualitäten sicher zu sein. Ja, das ist ein Buch, das teilweise von namhaften Autoren verteidigt wurde, als das ist doch überhaupt nicht antisemitisch, das ist einfach sind Nachtgedanken, ein pessimistischer Geschichtsdiskurs. Ich würde sagen, es ist ein hochantisemitischer Bestseller gewesen, durchaus. So. Ja, und beide, eben Juden und Deutsche, hätten sich für Siefele dann mit der Situation arrangieren müssen. Ich zitiere weiter: Die Menschen, welche in Deutschland leben, haben sich ebenso daran gewöhnt, mit dem Antigermanismus fertig zu werden, wie die Juden eben lernen mussten, mit dem Antisemitismus zurechtzukommen. Soweit Siefele. Ja, jetzt habe ich noch einen Ausschnitt, den man das nochmal genauer sehen kann. Dieser Gleichsetzung, also er schreibt dann einiges eben über den Mythos der Vergangenheitsbewältigung. Mit dieser Gleichsetzung von Tätern und Opfern, von Mythos und Ereignis, bewegt sich eben Siefele bereits sehr fest in den Bahnen des neurechten Diskurses, und das auch symbolisch, das bereits vor Jahrzehnten durch den gewissermaßen Gründervater der neuen Rechten, durch Armin Mohler, eingeführte szeneübliche Kürzel VB für Vergangenheitsbewältigung. Das findet man immer wieder in der Literatur, dass die gesamte Debatte um die Kriegsverbrechen wird einfach mit VB abgekürzt. Das findet sich dann bei ihm als Kapitelüberschrift. Also das ist natürlich ein Signal an die Internen, an die eigenen Leute, so in welcher Diskurstradition er gesehen werden möchte. Auch inhaltlich gibt es dann Übereinstimmungen. Also Mohler schrieb bereits 1987 in seinem Essay
im Dickicht der Vergangenheitsbewältigung, dass, ich zitiere, die VB den gleichen Weg beschritten habe, wie eben das von ihr bekämpfte Ressentiment. Sie wendet sich nun gegen ein bestimmtes Volk, und zwar ausdrücklich bis in die kommenden Generationen hinein. Die Deutschen sollen zu den neuen Juden gemacht werden. Also finden wir schon in der neurechten Literatur vor Jahrzehnten genau das Motiv. Und nicht die einzige Mola-Referenz im Text. Sieverles Gedanke von der Angleichung des Antigermanismus an den Antisemitismus, von Gottesmord und Judenmord, das deckt sich auch fast wortwörtlich mit einer Passage aus Molas Nasenring, also auch eine Schrift, eine vergangenheitspolitische Schrift von Armin Mola. Das wird dann genau wieder aufgenommen. Überhaupt ist der von Sieverle bemühte Begriff des Antigermanismus seit Jahren im gesamten rechten Milieu verbreitet. Das soll quasi das Gegengewicht zum Antisemitismus sein. Ja, aber die waren ja auch antigermanisch gewissermaßen. Und die Spur auch dieses Begriffs, der bei Sieverle eine Rolle spielt, eben Antigermanismus, führt weit zurück in die Vergangenheit, sogar bis in die 20er Jahre, also in die Zeit vor dem Holocaust, als ihn der völkische Publizist Wilhelm Stapel beispielsweise verwendete. Zudem wird auch, wie übrigens mit der Wahl des Buchtitels Finis Germania, dann noch ein Motiv aus dem Antisemitismus des 19. Jahrhunderts aufgenommen. Sowohl diese leicht verfremdete Parole Finis Germanae, wie es im 19. Jahrhundert korrekt hieß, und Finis Germania bei Sieverle dann, als auch der angebliche Konnex von Antigermanismus und Antisemitismus finden wir bereits in den Werken von Wilhelm Marr, also dem Gründer der Antisemitenliga von 1879. Also auch hier eine Aufnahme von nicht zufälligen Begriffen und Motiven, die uns tief zurückführt in die Geschichte des Antisemitismus. Und so verschränkt eben auch Sieverles Essay dann Uraltes mit Zeitgenössischem, Antisemitismus vor Auschwitz mit Antisemitismus nach Auschwitz. Und das alles macht die Verweisdichte in seinem Text auch unglaublich hoch, aber auch sehr schwer zu entwirren. Und das entspricht auch durchaus dem, was wir gerade auf der Straße erleben, also sehen an Parolen und Transparenten und Symbolen, wo also Geschichte und Gegenwart munter durcheinander gemischt werden. Ja, es ist auch bemerkenswert, wie dicht sich die Programmatik der neuen Rechten bereits in den ersten Zeilen von Finis Germania offenbart. Also Sieverles Ausführungen zur Vergangenheitsbewältigung als eine Fortführung der Kriegspropaganda finden sich dann im heute sehr viel gebrauchten, im Milieu viel gebrauchten Begriff des Schuldkultes wieder, der also in neurechten Publikationen sehr beliebt ist, aber bis in die Reden von AfD-Vertretern auch Verwendung findet. Also auch dieses Motiv ist ganz alt. Der AfD-Politiker Björn Höcke hatte ja in seinen geschichtspolitischen Äußerungen vom induzierten Irrsinn gesprochen. Also das soll heißen, induziert von außen, von selbst, wären die Deutschen ja nicht darauf gekommen, die Vernichtung der europäischen Juden aufzuarbeiten. Dass sie es getan haben, ist dann für Höcke lediglich ein Zeichen der Selbstentfremdung im Schatten der Kriegsniederlage. Und das ist ganz Sieverles Text. Also das können wir sofort sehen, die Überschreitung, und die Nähe Höckes zum Antaios Verlag ist ja auch öffentlich bekannt. Ja, in dem Verlag sind auch solche Töne nicht ungewöhnlich. Gerade erst vor wenigen Tagen betonte nochmal der Verlagschef Götz Kubitschek mit Blick auf den jetzt AfD-Parteitag in Kalkar, Geschichtspolitik sei doch eines von mehreren Feldern, an dem die Nation von den anderen Parteien in den Abgrund geführt worden sei, also weswegen er sich dann für die Notwendigkeit der AfD ausspricht. Entsprechend findet sich auch in dem von ihm verlegten staatspolitischen Handbuch, seine Art politisches Begriffslexikon, das bei Antaios erschienen ist, in dem Band Deutsche Daten dann unter dem Begriff Holocaust lediglich ein Eintrag zur gleichnamigen Fernsehserie, die ja in den 70er Jahren ausgestrahlt wurde. Das ist ganz exemplarisch, denn in den neuen Rechten ist eigentlich kaum das Ereignis Shoah-Thema, sondern immer nur die Metaebene, immer nur seine Aufarbeitung. Dagegen gilt dann wiederum das Recht auf Shoah-Leugnung als eine Nagelprobe für die
angeblich verlorene nationale Souveränität. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, auch in der heute ja fast schon als gemäßigt zu sehenden, eigentlich das Gründungsmilieu darstellenden jungen Freiheit, in der beispielsweise verteidigt wurde, als Hans-Dietrich Sander, der Herausgeber der rechtsradikalen Staatsbriefe, der wurde 1998 für einen volksverhetzenden Beitrag, den er unter dem Pseudonym Oleg Haust geschrieben hatte, wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Da wurde er dann verteidigt durch Texte in der Jungen Freiheit. Dort wurde dann ganz launig beschieden, die Bundesrepublik verfolge Menschen aufgrund irgendwelcher Zahlen und die irgendwelche historischen Vorgänge eben nicht glaubten. Und der Anlass des Textes und die geltende Rechtsgrundlage lassen die Dinge aber etwas differenzierter erscheinen. Es ging bei Sanders also nicht um irgendetwas, sondern es ging ganz konkret um Auschwitz-Leugnung. Aber die Junge Freiheit hat da dann eben so Spielchen draus gemacht, dass wer heute bestimmte Dinge nicht glaube, der bekäme gleich Ärger mit der Justiz. Aber diese Haltung, diese Verteidigung auch von Holocaust-Leugnung in der Geschichtspolitik der neuen Rechten ist kein Wunder. Das hatte bereits Armin Mohler betrieben, der sich als Gründervater dieser Strömung gewissermaßen oder Wiedergründer auch für den Holocaust-Leugner Fred Leuchtner eingesetzt hat und die ja mit der Shoah befassten Historiker damals bereits als Verräter ihres Faches bezeichnete. Generell kann man aber sagen, gilt also in der Masse der neurechten Publizistik eher die Vermeidung des Themas Shoah als ein opportunes Mittel. Man sieht, das ist schwierig, da kommt man schnell eben an Grenzen. So trennten sich dann 1992 bereits die Wege Armin Mohlers und der Jungen Freiheit, als er sich nämlich in einer Kolumne in der Jungen Freiheit dann doch zu offensiv für Holocaustleugner einsetzte. Die Chefredaktion fand das schlicht und ergreifend unklug, die Debatte, wie sie schrieben, um historische Schuld und Singularität überhaupt aufzugreifen, da die Rechte dabei ja nur verlieren könne. Stattdessen stieß man dann in ein kulturkritisch klingendes Horn und jetzt wurde gewissermaßen in diesem Milieu dann die Reflexion über eine angebliche Sakralisierung des Holocaust gängig. Und in diesem Denken ging dann in der heutigen Gesellschaft die Sakralisierung des Holocaust einher mit einer gleichzeitigen Entchristianisierung. Also auch hier wieder die Motivverschränkung, eben Aufarbeitung der Vergangenheit bedeutet Identitätsverlust. Also in der Jungen Freiheit wird relativ routiniert ein Zusammenhang zwischen Gedenkpraxis und schwindender Religiosität hergestellt. 2009 beispielsweise beschied ein Leitartikel zum Thema Holocaust-Religion, wie es genannt wird. Ich zitiere, der mächtigste Dämon der Gegenwart ist die Zivilreligion, in der Auschwitz an die Stelle Gottes tritt. Und diese Metaphorik zieht sich dann auch wie ein roter Faden durch die Debatte. Also Dandiner beispielsweise, ein Historiker, der viel mit der Vergangenheitspolitik auch befasst war, der wurde dann in der Jungen Freiheit als Hohnpriester der Holocaust-Religion bezeichnet. Und 2009, als es Kritik an der Entscheidung von Papst Benedikt damals gab, sozusagen sich wieder den revisionistischen Akteuren der Piusbruderschaft zu öffnen, wurde dann für die Junge Freiheit daraus, das sei doch ganz klar eine Kampagne zur Demontage eben des Papstes unter dem Deckmantel gewissermaßen einer Holocaust-Debatte. Ich habe den Artikel hier mal nochmal abfotografiert. Seine Autorität soll fallen. Ich weiß nicht, ob Sie recht sehen können. Da wird dann, ich verschiebe das mal, das ist ganz interessant, sehr typisch, Geschichte, Holocaust und drunter dann gleich Dresdner Bombenopferforschung auf Bestellung. Also die beiden Themen werden dann auch sofort wieder miteinander verschränkt. Also wir sehen eben, Dieter Stein schrieb damals schon ganz im Sound Sipherlis, also er schrieb das schon 2009, seit 1969 gibt es keine Verurteilung mehr wegen Gotteslästerung. Die Leugnung des Holocaust hingegen ist unter Strafe gestellt. Also wir sehen auch hier, diese Motive sind bereits recht alt. Ja, die Sorge scheint gewissermaßen zu sein, dass ja mit der fortschreitenden Entzauberung der Welt die
Wiederverzauberung mittels eines angeblichen Holocaust-Kultes dann auf Kosten der Deutschen stattfände. Und das gilt auch für die Auseinandersetzung in dem Milieu mit Antisemitismus, denn er ist dort im Gegensatz zu der vielbeklagten deutschen Feindlichkeit, dem Antigermanismus, nur sehr selten Thema. Antisemitismus kommt in der neuen Rechten hauptsächlich vor als eine ungerechtfertigte Konstruktion, mit der man eben dem Streben einer selbstbewussten Nation nach Identität nur schaden wollen würde. Ja, da kann man einige Beispiele nennen, also beispielsweise in der Zeitschrift Sezession, die auch vom Antaios Verlag um Götz Kubitschek eben betrieben wird. Da wird dann im Gespräch mit dem AfD-Politiker Marc Jonnen über den Antisemitismus-Skandal um Gedeon in der AfD beispielsweise von Kubitschek gleich gesagt, ich zitiere einmal: Wir bewegen uns ja fraglos sofort in tabubewehrten Zonen, wenn wir über die weltgeschichtliche Bedeutung des Judentums, des Zionismus oder der Holocaust-Industrie nachdenken und unsere Gedanken äußern. Auch an diesem Zitat kann man sehen, über die Shoah selber wird eigentlich gar nicht nachgedacht. Ja, es geht dann nur die weltgeschichtliche Bedeutung. Das sind dann so die üblichen Motive, die angespielt werden. Oder als beispielsweise der damalige noch FPÖ-Politiker Hans-Christian Strache sich auf äußeren Druck vom antisemitischen Liedgut einer österreichischen Burschenschaft distanzieren musste, wurde er in der Sezession durch die Autorin Caroline Sommerfeld-Lehten scharf angegriffen. Ich zitiere mal aus dem Artikel: Der FPÖ-Chef und damalige Vizekanzler immerhin habe den Priestern der Zivilreligion durch sein Katzbuckeln signalisiert, ich habe verstanden. Der Preis fürs Mitregieren dürfen ist Kriecherei. Und das Schlimmste daran sei, so fährt dann Sommerfeld-Lehten fort, Straches Theaterstück werde nichts nützen, wer sich entschuldigt. Wer sich der Sprache des Feindes andient, wer kriecht, wird dadurch weder erhört noch erhöht werden. Dieser salbungsvolle Duktus ist sehr typisch für sie, seine promovierte Philosophin, die sich sehr gerne in solchen Sprachbildern da aufhält. Aber das ist schon deutlich. Also es geht um eine Distanzierung von Antisemitismus und sie macht daraus, wer sich eben der Sprache des Feindes andient. Ja, die Zeit ist fortgeschritten. Ich werde ein wenig überziehen, sage ich gleich. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Das ist aus dem kleinen Schwesterorgan der Sezession. Das ist eine Webzeitschrift, die Blaue Narzisse, die auch im Umfeld des Antaios Verlages gegründet wurde vor einigen Jahren. Da findet man dann solche Titel, die Konkurrenz der Opfer Moslems gegen Juden. Der Autor ist auch recht interessant. Das ist ein Österreicher, der sich auch in einem Burschenschaftsmilieu bewegt, Georg Emanuel Nagel. Ich habe einfach mal seinen Facebook-Auftritt vor einiger Zeit fotografiert. Interessant natürlich oben die Parole: Für viele Probleme ist Gewalt die einzige Lösung. Aber ich habe das fotografiert, weil unten drunter dann ein Bild von Karl Lueger, also einem für seinen Antisemitismus eigentlich berüchtigten Wiener Bürgermeister, dann noch gepostet wurde. Ja, insgesamt und kann man sagen, das sind eben immer wieder die Motive, dass die Thematisierung eben der Vergangenheit gewissermaßen einen Angriff auf die deutsche Identität darstellt. Und das wird jetzt verschränkt mit einer Debatte eben, ja, was das Judentum denn eigentlich sei. Und da gibt es durchaus Artikel, die hochinteressant sind, in denen das Judentum dann als abstrakt, als fanatisch und übergriffig gegen, wie es dann heißt, gegenüber den Protektionsvölkern charakterisiert wird. Es gab eine Artikelserie, da erschien dann ein Text beispielsweise zur Stellung der jüdischen Frage. Da wird dann Antisemitismus eigentlich als reine Reaktion auf jüdische Charakteristika dargestellt. Und das wird zurückverfolgt bis in die Antike hinein. Über die Gegenwart wird eigentlich kaum geschrieben. Und der Antisemitismus sei letztendlich mit dem National- und Sozialcharakter des Judentums verbunden. Das ist längst alles analysiert worden. Also schon 2014 hat der Antisemitismusforscher Samuel Salzborn das Religionsverständnis der neuen Rechten systematisch untersucht. Damit liegen natürlich Ergebnisse vor. Und sein Fazit lautete bereits, dass
im Weltbild der Sezession Juden nicht einfach fremd oder anders, sondern eben das andere sind. Sie stellen in der antisemitischen Fantasie eben alles in Frage, wofür man eben selber, wofür die Sezession streitet, und werden demgemäß in der antisemitischen Vorstellung dann auch ident mit der Moderne, mit der Aufklärung, mit allen universalistischen Weltbildern, die den Menschen Freiheit, Individualität und Glück versprechen, gesetzt. Und auch schon Salzborn extrahiert gewissermaßen drei Motivlagen aus den Texten, antisemitische Motivlagen. Das eine ist natürlich Geschichtsrevisionismus, also die ganze Debatte um den sogenannten Schuldkult. Dann eben christlich geprägte Stereotypen, also wirklich wieder eine Verschränkung alter und neuer Motive und auch ganz klassisch völkisch gefärbte. Und Salzborn schreibt dann, es finden sich nicht viele längere Beiträge in der Sezession über das Judentum. Diese sind aber von ihrem Anspruch her grundlegend verfasst und auch in einer erstaunlichen Deutlichkeit und Unmissverständlichkeit antisemitisch. Ja, damit ist eigentlich das Wesentliche gesagt. Es gibt dann eben natürlich in diesem ethnopluralistischen Sinne noch eine interessante Verschränkung, mit der ja heute dann gewissermaßen allen Völkern wiederum die Existenz und Gleichwertigkeit zugesprochen wird, aber ihnen bestimmte Eigenschaften zugesprochen werden. Und immer wieder wird dem Judentum dann die Neigung zu Liberalismus und Aufklärung zugeschrieben, die gleichzeitig verantwortlich gemacht werden für eben die Zerstörung des Eigenen. Und damit ist, wenn man diese beiden Motive miteinander verbindet, eben die Charakteristika des Judentums gesehen werden als Angriff auf die anderen Völkeridentitäten, sind wir gewissermaßen nicht mehr weit entfernt wieder von den klassischen Motiven. Ich nehme abschließend noch ein Bild, kurzes Zitat, in dem das recht gut zur Geltung kommt, von einem Autor der Sezession, Martin Lichtmes, der leistet sich auch gerne einige Aussetzer in dieser Frage. Und das ist eine Reaktion auf das Attentat in Pittsburgh unter anderem und andere Anschläge. Ich zitiere das einfach mal, wie da verschiedene Motive miteinander verbunden werden. Die Paketbombenserie und das Attentat in Pittsburgh kamen jedenfalls pünktlich zu den Halbzeitwahlen, die am 6. November stattfinden. Dass sich hier die Frage des cui bono, dem wem nützt es, stellt es unvermeidlich, den angeblichen politischen Zielen der beiden Täter jedenfalls nicht. In der Tat ist eine Manipulation hinter den Kulissen nicht ausgeschlossen, nicht zuletzt, weil, jetzt kommen die Täternamen, offenbar psychisch labile Gestalten sind. Die Tat lenkt das Medieninteresse von einem Ereignis von erheblicher Bedeutung ab, nämlich der Karawane aus Honduras. Also hier wird das Bild aufgemacht, dass die Debatte um Antisemitismus nach dem Anschlag in Pittsburgh eigentlich nur geführt werde, um den eigentlichen Hauptprozess, was dort mit dem großen Austausch und Angriff auf die ethnische Identität der Völker gefasst wird, um davon eigentlich abzulenken. Also auch hier wieder gewissermaßen die Verschränkung, Thematisierung von Antisemitismus, eigentlich nur eine Ablenkung von der Zerstörung des Eigenen. Ja, ich denke, damit habe ich das Wichtigste gesagt. Insgesamt ist einmal mehr zu erkennen, also dass auch die, so wenig es immer nahtlos möglich ist, eine Trennung von alten und neuem Antisemitismus zu vollziehen, ist es auch sehr, sehr schwierig, wirklich nur möglich, eine Trennung von alter und neuer Rechte zu vollziehen. Das sind operative Begriffe für wissenschaftliche Analysen. In der Praxis, in den Innendiskursen fließt das immer wieder ineinander über. Es ist eigentlich kaum zu trennen. Mitunter noch nicht mal sonderlich verklausuliert werden die ganz alten Motive im neuen Antisemitismus wieder aufgenommen letztendlich. Ja, damit bin ich erstmal mit dem Wichtigsten am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank auch erstmal von mir für den sehr erhellenden und sehr spannenden und anschaulichen Vortrag. Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor ich das Wort an Oliver Decker weitergebe, darauf hinweisen, dass ihr, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, gerne Fragen stellen könnt, entweder per Chat oder eben per Kommentarfunktion bei Facebook oder YouTube. Ich bin jetzt sehr gespannt auf den Kommentar von Professor Decker und übergebe Ihnen das Wort. Ja, vielen Dank.
Ich möchte gerne einige Überlegungen von Volker Weiß aufgreifen, um dann nochmal auch auf aktuelle Entwicklungen aus sozialpsychologischer Perspektive einzugehen, die ja doch auch, sobald sie psychoanalytisch und kritisch-theoretisch orientiert ist, auch geschichtswissenschaftlich informiert ist, insofern auch auf die Arbeiten von Volker Weiß und anderen immer angewiesen ist. Wenn wir hier den Gestus des Widerstandes, mit dem die Texte, die Volker Weiß ja zitiert hat, hören, dann ist das auch ein bekanntes Motiv, das seit dem Ende des Angriffs- und Vernichtungskrieges immer wieder genau vorgebracht worden ist. Manchmal mit der Grundierung oder Anmoderation, man wird ja wohl noch sagen dürfen, oder es ist DSG, um den Erhalt der Meinungsfreiheit, um das Ressentiment zu äußern. Interessanterweise kann man aber trotzdem auch verschiedene Zyklen feststellen innerhalb des Diskurses in der Bundesrepublik Deutschland. Und auf die beziehe ich mich zunächst, obwohl Volker Weiß natürlich recht hat, dass wir es mit einem weltweiten Erstarken des Antisemitismus zu tun haben und einer, worauf allein die Attentate, die ja auch auf die verwiesen wurde, bereits hinweisen. Für die Bundesrepublik Deutschland können wir aber auch sehen, dass es so etwas gab in der Vergangenheit wie eine Plombe. Diese Metapher haben wir verwendet in Anlehnung an die psychoanalytische Perversionstheorie, dass es eine Verleugnung gibt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, die ein spezifischer Abwehrmechanismus ist, den anders als andere, nämlich die Verdrängung beispielsweise, gibt es gleichzeitig das Wissen um das, was verleugnet werden soll, und dem kann man dann auch nachgehen, als auch die Konfrontation damit öffentlich gemieden wird. Deswegen diese Rede von einer narzisstischen Plombe, die sich in Nachkriegsdeutschland über die Geschichte gelegt hat, die damals damit keinesfalls aus dem Bewusstsein verschwunden wurde, aber in ein Zwischenreich gehoben wurde. Und dieses Zwischenreich, das deutet einiges darauf hin, dass es das gab und dass es bis heute auch Wirkung entfaltet hat. Denn Markus Brunner, der Sozialpsychologe Markus Brunner, bezeichnete diesen Vorgang als Krypta, in denen die Geschichte abgelegt worden ist. Und Dandina sprach von einem Sarkophag, und dieser bekommt nun zunehmend Risse. Und das ist die Situation, mit der wir heute konfrontiert sind. Es ist eine Wiederkehr des Verdrängten. Auch Volker Weiß sprach ja von einer Wiederkehr alter klassischer Mythen. Neomythen müsste man vielleicht auch noch präziserweise sagen. Und es ist allerdings um diese diese Wiederkehr des Verdrängten eigenartig bestellt. Und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir es hier zum Teil mit einer Wiederkehr zu tun haben, zum Teil aber auch mit etwas, was nie wirklich abgesunken ist. Als wir in unserer Untersuchung von 2016 von einer Polarisierung der Gesellschaft sprachen, hatten wir nicht nur die Radikalisierung der antidemokratischen, autoritären Milieus vor Augen, sondern auch noch etwas anderes, nämlich neben der steigenden Gewaltbereitschaft und dem Legitimationsverlust der demokratisch verfassten Gesellschaft und dann auch der Abwendung bestimmter Milieus von dieser liberalen Demokratie, zum anderen aber eben auch den Liberalisierungsschub, und damit meinten wir nicht den ökonomischen, der in der Bundesrepublik zur Anerkennung und Repräsentanz von mehr Lebensentwürfen und Bedürfnissen geführt hat. Denn der Kampf um Anerkennung ist für viele Menschen, das kann man feststellen, erfolgreich gewesen. Die Emanzipation von Frauen, von Schwulen und Lesben, von Kindern sowie von Migrantinnen und Migranten prägten das letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts und bestimmten die gesellschaftspolitische Entwicklung seit dem Millennium. So wurde erst im Juli 1997 durch eine Strafrechtsänderung die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt. Ich zitiere jetzt mal ein paar historische Daten, die in der jüngeren Vergangenheit liegen, um zu akzentuieren, was eben auch den gesellschaftlichen Prozess mit ausgemacht hat. Durch eine Änderung des bürgerlichen Gesetzesbuches wiederum im Jahr 2000 galt dann plötzlich das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit auch für Kinder.
Denn erst dann wurde das Recht auf gewaltfreie Erziehung festgeschrieben. Im selben Jahr wurde das Staatsbürgerrecht liberalisiert, wodurch es möglich wurde, nicht nur qua Abstimmung Bürger und Bürgerin der Bundesrepublik zu werden. Und im Juni 2017 stimmte das Parlament für die Ehe für alle, sodass nun auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten können. Diese Liberalisierung ist mit einer Radikalisierung der antidemokratisch-autoritären Milieus auf das Engste verbunden. An dieser Stelle wäre durchaus, wie es manche Neurechte und Rechte tun, ein Repräsentationsproblem auszumachen. Aber anders als sie es meinen, und anders als es lange Zeit üblicherweise gemeint war. Es ist nicht nur so, dass die autoritären, antifeministischen, muslimfeindlichen und antisemitischen Ansichten nicht repräsentiert wären. Sie waren es viel zu lange und sie sind es auch heute noch. Spätestens mit dem Einzug der AfD in alle Landesparlamente und in den Deutschen Bundestag kann ja wohl kaum die Rede davon sein, dass diese Inhalte nicht eine Repräsentation haben. Vielmehr radikalisieren sich diese Ressentiments, die bereits vor Gründung der AfD in der Mitte der Gesellschaft verbreitet waren und nun immer deutlicher sichtbar werden. Um diese autoritäre Dynamik zu verstehen, muss man die Repräsentation genauso wie die Nicht-Repräsentation als einen immanent psychischen Vorgang begreifen. Es geht hier sowohl um die Präsenz als auch die Repräsentanz. Schon die Politikwissenschaftlerin Karin Priester, die leider vor kurzem verstorben ist, wie auch ihr Kollege Philipp Mano, konnten sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich hier in der gegenwärtigen Entwicklung um eine Wiederkehr des Verdrängten handelt. Denn die Wiederkehr des Verdrängten ist zunächst, hier muss man allerdings, und das ist für den Sozialpsychologen, den psychoanalytischen Sozialpsychologen, höchst interessant. Für diese Wiederkehr des Verdrängten spricht einiges, aber es ist zunächst keine Gesetzmäßigkeit der Politikwissenschaften, sondern ein zentrales Motiv der Psychoanalyse. Dabei stellt sich aber auch ein neues Problem, was wir eben auch hier jetzt haben, wenn wir über diese Phänomene sprechen, die Volker Weiß vorgestellt hat. Die Wiederkehr ist Folge eigentlich einer Verdrängung von psychischen Inhalten aus dem Bewusstsein und vollzieht sich als eine volle Leistung, als eine Reaktion auf ein gesellschaftliches Geschehen. Etwas wird aus dem Bewusstsein genommen und kann dorthin nicht zurückkehren. Mit anderen Worten, es wird verdrängt und durch einen gesellschaftlichen Druck in der Regel ausgeschlossen und führt dann ein Eigenleben. Aber was genau ist es, was sich da, und wenn es wiederkehrt, kehrt es in der Regel nicht in seiner ureigenen Gestalt zurück. Das wusste schon Sigmund Freud, als er von der Wiederkehr des Verdrängten sprach. Die Wiederkehr des Verdrängten führt dazu, dass es in einer entfremdeten Gestalt wiederkehrt und keinesfalls als das, was es ursprünglich gewesen ist. Und deswegen müssen wir, denke ich, auch die gegenwärtige Entwicklung in zwei Dynamiken betrachten. Einerseits ist es tatsächlich eine Plombe, die sich über etwas gelegt hat und dabei das unversehrt gelassen hat. Andererseits haben wir es tatsächlich auch mit einem Verdrängungsphänomen zu tun, das eben dazu geführt hat, dass auch der Antisemitismus und Rassismus aus dem Bewusstsein verschwunden ist, ohne dass er die Dynamik der Gesellschaft, dass sich die Dynamik der Gesellschaft verändert hat. Unsere These ist, dass diese Dynamik, die autoritäre, das Ergebnis eines Prozesses in der Gesellschaft ist. Und in ihrem Selbstverständnis gehören all diese Milieus, über die wir sprechen, eben in die Mitte der Gesellschaft. Aber spätestens, als wir ihre Radikalisierung in unserer Studie 2016 erstmals beschrieben hatten, erfüllte der Hinweis, dass es nunmehr eine Mitte der Gesellschaft ist, eigentlich ein Tatbestand der Verharmlosung. Diese Verharmlung ist vergleichbar mit der Bezeichnung Alarmzeichen für den Anschlag auf die Synagoge in Halle, wo doch der Ernstfall bereits eingetreten ist. Die auch gegenwärtige noch CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer sprach nach dem Attentat von einem Alarmzeichen, das nun läutete,
Dabei war hier nicht mehr nur der Alarm gegeben, sondern der Ernstfall eingetreten. Denn bereits 19, und dieser Ernstfall hält nun seit 30 Jahren an, denn bereits 1990, als die Mauer gerade gefallen war und mit der DDR ein Staat unterging, der noch viele Institutionen und die autoritäre Tradition Deutschlands aus dem 19. und 20. Jahrhundert konserviert hatte, kam es in Ost- und Westdeutschland zu massiven Ausschreitungen und Morden an Migrantinnen und Migranten, zu antisemitischen Anschlägen und Gewalttaten. Die halten nun eben tatsächlich seit 30 Jahren an. Die von der Amadeo-Antonio-Stiftung geführte Liste der aus rassistischen Gründen ermordeten Menschen nennt als erstes Opfer Mahmoud Assar, der am 6. März 1990 erschlagen wurde. Seitdem haben 208 Menschen als Opfer rassistischer Gewalt ihr Leben verloren, 13 weitere werden als Verdachtsfälle geführt. Dabei lassen sich in den letzten Jahrzehnten nochmals deutliche Radikalisierungsprozesse beobachten, denn allein im laufenden Jahr sind weitere 10 Menschen ermordet worden. Auch die hohe Zahl der in den letzten Monaten aufgedeckten Waffen-, Munitions- und Sprengstofflager, nicht selten von Polizeibeamten und Beamtinnen angelegt oder von Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr, oder auch die Radikalisierung auf Online-Plattformen, machen die Bedrohung deutlich, die von Neo-NS-Ideologien und Rassismus ausgehen. In diesem Milieu ist die Stimmung von der Erwartung einer Schwellenzeit geprägt, wie sie von den Propagandisten und Agitatorinnen des mittlerweile angeblich aufgelösten AfD-Flügels beschworen wird. Mit diesen apokalyptischen Sehnen wird nicht nur die Hoffnung auf das Ende der liberalen Demokratie ausgedrückt, sondern auch die auf eine Erneuerung der völkischen Einheit. Kaum verstellt zeigt sich hier, ähnlich wie in vielen Verschwörungsmythen, eine Sehnsucht nach einem faschistischen Führer, der quasi als messianische Figur die Führung übernimmt. Kurz, gesellschaftliche Anerkennung und politische Regression der autoritären Flucht waren in den letzten Jahrzehnten eng miteinander verflochten. Doch auch historisch betrachtet gehen Emanzipation und Ressentiment nicht zum ersten Mal eine solche Verbindung ein. Für die Wegbereiter des Nationalsozialismus und die Entwicklung des Antisemitismus hat der Historiker Fritz Stern diese Diagnose bereits früh gestellt. Nachdem er die Schriften von Paul Delegat, Julius Langbehn und Arthur Möller van den Broek untersuchte, die durch ihre Ideen zu einer konservativen Revolution, dem Faschismus, den Weg bahnten, das ist Volker Weiß mehr als bekannt, er hat dazu das einschlägige Werk vorgelegt, stellte er, also Fritz Stern wiederum, eine latente Aufstandsbereitschaft gegen die Modernität fest. Nicht nur die Autoren, auch ihre begeisterten Leserinnen und Anhänger wollten, ich zitiere Fritz Stern, die von ihnen verachtete Gegenwart zerstören, um in einer imaginären Zukunft eine idealisierte Vergangenheit wiederzufinden. Zitat Ende. An der Verachtung der Gegenwart hat sich wenig geändert. Die Motive der Autoren und ihrer Zeitgenossen ähneln stark denen, mit denen auch die heutige Realität abgelehnt wird und die Volker Weiß vorgestellt hat. Auch damals nahm das Ressentiment ausgerechnet in dem Moment zu, als diejenigen mehr Rechte erhielten, die dann zum Objekt des Hasses wurden. Die ganze Gesellschaft, so schreibt es die Historikerin Schulamit-Wolkow, war durch einen, Zitat, Prozess der kulturellen Polarisierung geprägt. Damals war es vor allem die Emanzipation der Jüdinnen und Juden, welche viele in Deutschland in ihrem Hass dann verband. Um den Antisemitismus gruppierten sich demnach auch andere anti-emanzipatorische Vorstellungen. Er wurde, wie Wolkow schreibt, Zitat, zu etwas wie einem permanenten Verbündeten des Antiliberalismus und des Antikapitalismus. Aber, Zitat Ende, aber schon im Deutschen Kaiserreich war es nicht der Antisemitismus allein, mit der sich die Abkehr von der Moderne und die Sehnsucht nach einer ursprünglichen Reinheit artikulierte. Allerdings wurde der Antisemitismus zu einem, wie Wolkow es nannte, nennt, Zitat, kulturellen Code, über den sich die unterschiedlichen autoritären und anti-emanzipatorischen Milieus erkennen konnten, und zwar über Standesgrenzen hinweg und auch über etwaige Differenzen in anderen Politikfeldern hinweg. Deshalb spricht der Historiker Reinhard Rürup mit Blick auf die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Deutschland vom Antisemitismus als Weltanschauung. Ich komme jetzt zum Schluss. Demnach hilft das manichäische Weltbild, das heißt die Unterteilung der Welt in Gut und Böse und hier konkret die Zuschreibung des Bösen auf die Juden,
die Welt überschaubar zu machen. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, die eigenen Aggressionen auszuleben und dem Hass auf die Zurichtung ein Ventil zu geben. Heute wie damals wird die zunehmende Organisierung der autoritären Milieus von einer immer offeneren Artikulation der Ressentiments begleitet. Diese Ressentiments erfüllen dabei verschiedene Funktionen, die wir in unserer aktuellen Studie auch noch analysiert haben, ausführlicher. Jenseits ihrer psychischen Funktion haben sie aber eben auch der Antisemitismus, wie dann auch der Antifeminismus und die Verschwörungsmentalität, eine zentrale politische Funktion, die jetzt wieder deutlicher in den Fokus rückt und in den Fokus gerückt werden muss. Sie kodieren eine antimoderne Weltanschauung und sie stellen ein Scharnier dar, mit dem es gelingt, sowohl die permanent antisemitisch gebliebenen Milieus als auch die, in denen es zur Verdrängung des Antisemitismus gekommen ist, zu verbinden und neue Bündnisse zu bilden. Wenn wir in der Vergangenheit mit der rechtsextremen Einstellung in der deutschen Bevölkerung nicht nur die Verbreitung und Stärke dokumentiert haben, sondern schon damals von der Ausländerfeindlichkeit als einer Einstiegsdroge sprachen, mit dem die Menschen für antiliberale und antimoderne Weltsichten erreichbar waren, haben wir es zunehmend mehr mit anderen Motiven im Zentrum zu tun, obwohl die Ausländerfeindlichkeit nicht substanziell abgenommen hat. Im Zentrum stehen gegenwärtig wieder der Antisemitismus, der Antifeminismus und die Verschwörungsmythen. Und zwar nicht unbedingt, weil sie zugenommen haben allein, sondern weil sie deutlicher und offener zutage treten und weil sich durch sie eine neue antimoderne Bewegung droht, formieren zu können. Und diese antimodernen Ressentiments sind jetzt für viele nicht mehr nur hinsichtlich inhaltlicher, nicht nur heimlicher oder unheimlicher Weltanschauung, sondern sie werden auch zunehmend handlungsleitend und stellen neben den konkreten Bedrohungen für Juden und Jüdinnen auch zusätzlich einen Ankerpunkt dafür antimoderne, antiliberale Gesellschaftsmodelle in die Mitte der Gesellschaft. Damit bin ich am Schluss angekommen, meines Kommentars, wenn man so möchte, oder einer Erweiterung. Ja, vielen herzlichen Dank auch an Sie, Herr Decker, für die, wie ich fand, sehr passende, sehr gut ergänzende, den ergänzenden Kommentar. Ich habe jetzt selber tatsächlich, hätte ich jetzt sehr viele Fragen an Sie beide, aber ich möchte natürlich dem Publikum den Vortritt lassen und habe hier auch schon einige Fragen im Chat gesammelt, die ich jetzt vorlesen möchte. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass Sie, liebe Zuschauer, weiterhin noch Fragen stellen können. Gerne einfach in den Chat oder in die Kommentarfunktion unter das Live-Video. Ich lese jetzt die erste Frage vor. Lieber Oliver Decker, Zitat: Der Ernstfall herrscht seit 30 Jahren. Ich frage mich mittlerweile, war der Ernstfall jemals weg in der deutschen Nachkriegsgeschichte oder unterlagen wir, selbst wir Linken, linksliberalen kritischen Geister, einer kollektiven Wahrnehmungsblockade? Die Frage können Sie auch beide, Sie können auch beide reagieren, wenn Sie möchten. Soll ich anfangen? Gerne. Gerne. Also mir ist das etwas zu pessimistisch, ehrlich gesagt. Natürlich gab es immer wieder die rechten Bedrohungslagen, aber es gab auch immer durchaus wiederholt erfolgreiche Abwehr. Das sollte man nicht vergessen. Wenn wir die 70er Jahre anschauen, Ende 60er beginnt ein rasanter Aufstieg rechts und es gibt eine gesellschaftliche Gegenbewegung und es gibt eine gesellschaftliche Grundstimmung, die erstmal sehr optimistisch ist. Das ist vielleicht ein Unterschied der 70er Jahre zu heute. Heute haben wir keine Grundstimmung. Das sind die Rahmenbedingungen, die wir vorfinden, gewissermaßen. Immerhin hat es damals den Effekt gehabt, dass die Rechte sich eben nicht zu einer starken Kraft bündeln konnte, sondern in kleine Gruppen bis in den Terrorismus hinein zerfallen ist. Also auch eine positive Abwehr ist durchaus möglich. Ich mache mir zudem auch keine großen Illusionen. Ich weiß, dass viele Dinge aus der sogenannten Mitte, wurde ja auch angesprochen,
überhaupt kommen. Ich halte auch nichts davon, den rechten Rand gewissermaßen aus der Mitte rauszuschieben. Historisch haben viele Dinge früher in die gute Bürgerstube gehört, die wir heute anrüchig finden. Alleine daran sehe ich aber auch einen Fortschritt. Und da habe ich tatsächlich sogar ein Problem mit dem von mir sehr, sehr verehrten Fritz Stern, dass ich in der Übersetzung seines Buchtitels, nämlich Kulturpessimismus als politische Gefahr, ist ja der deutsche Titel des Buches, das Oliver Decker angesprochen hat. Der englische Originaltitel Cultural Despair trifft es besser, kulturelle Verzweiflung letztendlich. Denn es ist nicht alleine ein Phänomen einer Rückwendung. Es ist nicht alleine Kulturpessimismus. Diese Leute, gerade die auch genannten historischen, ob das Langbein ist, vor allem aber auch Möller-Vandenbrück, kann auch Spengler oder Ernst Jünger nehmen, sind ja teilweise dezidierte Modernisten gewesen. Und das sollte man nie vergessen, dass sich die Spirale immer weiter dreht. Ja? Auch die Rechte entwickelt sich. Die Rechte hat hochmoderne Formen in ihrer Antimoderne. Das ist im Prinzip eine bestimmte Dialektik, die sich da zeigt. Und ich fürchte, diese Aufgabe stellt sich einfach jedes Mal neu. Und man kann mehr oder weniger erfolgreich operieren. Ich glaube nicht, dass man blind war oder sich irgendwelche Illusionen gemacht hat. Aber im Moment ist der Angriff durchaus wieder sehr stark auf die Zivilgesellschaft. Aber es gibt ja auch eine Gegenbewegung. Ich würde das auch auf jeden Fall stark machen, was Volker Weiß gesagt hat. Sonst würden wir historisch unterschiedliche Epochen über einen Kamm scheren, selbst wenn sie nicht allzu weit auseinander liegen. Aber es ergaben sich in der Vergangenheit, in den 60er, 70er bis auch in die 80er Jahre hinein unterschiedliche Möglichkeiten, politische Situationen günstig zu nutzen und auch für eine Stabilisierung gegen diese rechtsextremen Diskurse zu nutzen. Also ich denke auch, die 60er, 70er Jahre waren geprägt durch eine andere Auseinandersetzung, nicht etwa durch weniger Antisemitismus, aber im Gegenteil, wenn wir uns Vergleichsdaten anschauen, lagen seinerzeit deutlich mehr, obwohl wie Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung schreiben, es gibt heute keine Antisemiten mehr. Es gab halt keine Bekennenden, das ist das, was sie meinten, aber es gab durchaus noch sehr viele viel weit verbreitete Ressentiments des Antisemitismus als heute. Darauf deuten alle Zahlen bis auch Anfang der 80er Jahre hin. Und es gab aber auch eine historische Situation, in der sich eine Gegenwehr mobilisieren konnte, die nicht zuletzt durch auch mit dem Zusammenhang zum Beispiel mit Gedenkstätten von den Betroffenen sozusagen selber organisiert auch erstmal in die Mehrheitsgesellschaft getragen wurden, aber durch bestimmte Konstellationen dort auch erfolgreich sein konnten. Und alles andere, glaube ich, würde auch vielleicht eher dem Bedürfnis, einem eigenen Bedürfnis folgen oder halt auch dem Gefühl, das sich vermittelt, wenn man der aktuellen Rechten zuhört, dass sie sozusagen auf der Gewinnerstraße sind. Das sind sie nur dann, wenn wir es zulassen und nicht eben auch dagegen arbeiten. Und so war es in der Vergangenheit und so wird es auch jetzt sein. Und momentan ist es nur eine Entwicklung, die wir sehen können, in der es eben Risse gibt und in der interessanterweise, und das gilt es dann zu analysieren, auch der Antisemitismus wieder eine Form von verfügbarem Code ist, der sowohl psychische als auch politische Funktionen mehr erfüllt, als es das vielleicht vor 20, 30 Jahren sichtbar war. Ich weise noch mal darauf hin, dass gerne noch weitere Fragen gestellt werden können. Momentan sind keine weiteren Fragen offen. Dann kann ich vielleicht noch ein, zwei Fragen stellen, während das Publikum gerne noch ein bisschen überlegen kann. Zum einen würde mich noch mal interessieren, Sie hatten das, Herr Decker, schon angesprochen, dass auch mit der Wiedervereinigung mehr oder weniger sich eine veränderte Situation ergeben hat. Und mich würde auch noch mal interessieren, welche Rolle die Geschichte der DDR denn
für den neurechten oder rechtsextremen Diskurs des Geschichtsrevisionismus spielt, da sich ja auch bekanntermaßen in den vergangenen Monaten, Jahren auch ehemalige DDR-Oppositionelle oder Dissidenten, Dissidentinnen in die Nähe des rechten, neurechter Positionen begeben oder rechtsextreme Positionen vertreten. Hätten Sie dazu nochmal, könnten Sie dazu vielleicht nochmal was sagen? Die Frage geht jetzt an Sie beide. Ich wieder einsteigen. Gerne. Also ich möchte vor allem noch darauf hinweisen, dass zwar die Wahlergebnisse beispielsweise der AfD in den sogenannten neuen Ländern wesentlich höher sind als beispielsweise in Hamburg, wo ich jetzt lebe, dass wir aber nicht vergessen sollten, dass es das Phänomen auch im Westen gibt zum einen. In Baden-Württemberg anschauen, gab es auch immer eine sehr starke Rechte. Also DVU-Republikaner waren im Süden immer auch eine Größe. Und zum anderen möchte ich das Augenmerk auch nochmal darauf lenken, dass die Kader sehr häufig aus dem Westen kommen. Und das ist eine spezifische Konstellation, die ich auch versucht habe, in meinem Buch zur autoritären Revolte nochmal darzustellen, dass da Leute, die also in der Eigendarstellung immer sich als die Offiziere verstanden haben, jetzt ihr Fußvolk gefunden haben. Insofern, da ich auch viel in Ostdeutschland unterwegs war vor der Pandemie, kann ich auch sagen, es gibt da auch ein sehr starkes Gegenmilieu. Ich habe da sehr gute Debatten, sehr gute Veranstaltungen gehabt. Ja. Das ist etwas schwieriger, wenn die Kader alle aus dem Westen kommen. Aber offensichtlich gab es da ein großes Bedürfnis. Da es mag etwas geben, dass so eine Art antikommunistischer Reflex natürlich ist, bedingt durch die Vergangenheit auf der einen Seite. Man identifiziert jetzt ja auch in den Parolen alles Mögliche plötzlich mit der DDR. Merkel ist Honecker und so weiter. Die AfD wirbt mit Vollende die Wende. Das ist grob ahistorisch. Gleichzeitig kommen die Referenzen aufs Dritte Reich. Ja, ist dann plötzlich auch wieder alles eines. Und was ich auch interessant finde, meines Wissens hatte die DDR gar nicht unbedingt eine nationale, sondern eher eine regionale Identität. Es war ja mit der nationalen Frage auch durchaus ein Problem in der deutschen Teilung. Und diese regionale kenne ich aus Diskussionen, dass eher eine regionale Identität stark gemacht wurde, womit man relativ wenig gebrochen hat, bis ins Erscheinungsbild der Uniformen, was die preußische Tradition natürlich da und die Tradition des Obrigkeitsstaates. Und das nächste ist schon rein regional. Es geht eben nicht mehr nur um DDR, es geht ja auch um Gebiete, die überhaupt eine relativ kurze demokratische Phase hatten, weil wir nicht nur die DDR und das Dritte Reich auf dem Territorium haben, sondern davor die, ich sage mal, Herr-Knecht-Beziehung im Preußentum mit Dreiklassenwahlrecht und so weiter. Die Monarchie und. Also es ist eben nicht alleine die sozialistische Gesellschaft, die da zugeschlagen hat, sondern die Traditionen gehen viel weiter zurück ins Autoritäre hinein. Auf den letzten Punkt habe ich auch versucht, sozusagen anzuspielen mit dieser Konservierung einer autoritären Tradition in der DDR, sowohl als eine Form des Staatsautoritarismus, als auch durch die autoritäre Orientierung. Also im Grunde genommen kann man sagen, grob gesprochen, gab es mit Sicherheit zwar einerseits nicht eine derartig breite Übernahme der höheren und hohen NS-Funktionsklasse wie im Westen. Andererseits gab es aber eben eine sehr viel breitere Präsenz der HJ-Generation in Funktionseliten. Und damit hat sich diese einerseits sozusagen enttäuscht waren von dem, worin sie aufgewachsen sind und was für sie lange Zeit zentraler Lebensmittelpunkt gewesen ist und Orientierungspunkt, der dann plötzlich zusammenbrach und wo dann auch nachvollziehbar neue Angebote aufgenommen wurden, aber eben diese eigene Verwicklung in die
autoritäre Identifikation im Grunde genommen so nie reflektiert worden ist, wie man es zumindest für bestimmte Teile der Bevölkerung und ich glaube auch mit einer gewissen breiteren Wirkung in Westdeutschland in den 60er, 70er Jahren beobachten konnte. Und dadurch haben wir, glaube ich, dann sehr hohe Bereitschaft, auch auf solche autoritären Dynamiken einzugehen. Und ich glaube sogar, dass das erstaunlich widersprüchlich ist. Wer eben genau aus dem Grund, worauf Volker Weiß ja hinweist, bereits die NPD-Funktionäre sind aus dem Westen, haben aus dem Westen kommend die ostdeutschen Bundesländer als Handlungsfeld, als politisches Agitationsfeld erkannt. Ja? Und haben die, sonst wäre, klar gab es auch rechte Mobilisierung in der DDR, aber das Paradoxon, was glaube ich noch nicht richtig verstanden ist, ist, wieso können mit dem Vollende die Wende Ruf durch Westdeutsche antidemokratische Ziele beworben werden? Also was ist der Ankerpunkt im Denken, in der Mentalität, die sich entwickelt hat? Was ist im Grunde genommen auch das noch nicht Erledigte der Wende, was sich hier äußert? Und ich glaube, dass es da eben auch nochmal sehr viel mehr Forschung, das muss ich als Wissenschaftler sagen, Bedarf und Analyse, wie genau diese teilweise eben auch autoritäre Rebellion, dieses Widersprüchliche eben zustande kommt. Und ich meine, wir fangen damit ja nicht gerade erst an. Also ich denke auch gerade zum Beispiel an Uffe Jensens Zornpolitik, wo er das sehr plastisch macht über Erlebnisse. Und da gibt es einiges. Und das Interessante ist, wenn man jetzt wiederum ganz empiristisch rangeht, dass wir ja immer, und das ist ein Malus, also ein Makel unserer Studie, Reihe zunächst einmal Ostdeutsche beschreiben als diejenigen, die in Ostdeutschland, die wir hier befragen, in den sogenannten neuen Bundesländern. Was wir jetzt gerade zum ersten Mal können, weil wir es mit aufgenommen haben, ist die Binnenwanderung mit zu untersuchen. Und der ALBUS, die Allgemeine Bevölkerungsumfrage in den Sozialwissenschaften, hat das bereits 2018 gemacht. Und wenn man sich die Daten anschaut, dann stellt man fest, dass die diejenigen, die binnenmigriert sind, von Ost nach West, eine ähnliche politische Einstellung haben wie die Bevölkerung, in die sie dann eingewandert sind, nämlich Westdeutschland. Und dass sich die Westdeutschen zusammengesetzt, also alle, die in Westdeutschland wohnen, von den Ostdeutschen, das heißt also von denen, die auf dem Gebiet der DDR geblieben sind, unterscheiden. Und das muss man, glaube ich, auch mit zusätzlich in Rechnung stellen. Was sind da die Bedingungen? Denn wenn wir anfangen mit eine Regressionsanalyse mit einem bestimmten statistischen Verfahren, mit dem wir die Einflussfaktoren sozusagen konkurrierend testen können auf rechtsextreme Einstellungen, dann stellen wir fest, dass der Ost-West-Unterschied keine Rolle spielt. Es sind andere soziodemografische Faktoren, Geschlecht, Bildungsgrad, autoritäre Orientierung und Ähnliches, die da eine Rolle spielen und damit durchschlagen. Ich will sagen, es gibt da noch einiges zu verstehen. Die Faktoren, die wir angesprochen haben mit einer historischen Traditionslinie, spielen bestimmt eine zentrale Rolle. Aber ich glaube, gerade diese Identifikation, dieses Widersprüchliche, dieser autoritären Rebellion, haben wir noch nicht ausreichend analysiert. Ich wollte auch noch mal da einhaken, weil es gibt vielleicht doch eine Brücke. Es gibt ein Angebot spezifisch der neuen Rechten, das die Sache dann doch noch mal interessant macht, wo ein bestimmter Traditionsstrang von der östlichen Seite des Eisernen Vorhangs weitergeführt wird. Das ist nämlich der antiwestliche Antiliberalismus. Da kann tatsächlich angedockt werden. Ja, die Identifikation des Westens als ein dekadentes System, als ein korruptes, dekadentes. Und wenn wir jetzt in alte sowjetische Propagandazeitschriften, ich habe da teilweise Bilder gesehen, da war ich doch ein bisschen erstaunt, dass das durchaus auch mit ethnisierten Motiven oder mit blankem Rassismus eigentlich auch in Verbindung gebracht wurde, diese Dekadenz, die Darstellung von schwarzen Jazzsängerinnen in der sowjetischen Propagandazeitschrift, fand ich heftig. Ja? Solche Motive können jetzt aufgegriffen werden, die einfach bekannt durchaus schon waren. Und es gibt ja eine Analyse auch seitens der Rechten,
die plötzlich von ihrem Antikommunismus, den sie jahrzehntelang also fanatisch gepflegt haben und immer Asien auf der anderen Seite der Mauer gesehen haben, plötzlich komplett gelassen haben und dann das ja auch ethnisch noch intakte Territorium, das eben nicht durch die liberale Migration geschädigt wurde in ihren Augen, plötzlich auf der anderen Seite gesehen haben und dann auch teilweise mit der Begründung, da leben einfach nicht so viele Ausländer, dann dahin gezogen sind. Ja? Also da gibt es, abgesehen von der totalen inhaltlichen Umkehre der Rechten, die davor fixiert waren, dass ja die Sowjetunion alles asiatisch macht und danach plötzlich festgestellt haben, nee, die hatten ja gar keine Migration in dieser Dimension wie der Westen, weil nicht alles zirkulierte, Kapital, Waren, Arbeitskraft. Das sind Angebote, wo ich denke, dass die Angebote der neuen Rechten auch auf bestimmte Dispositionen, die eben vorhanden sind, weil sie ja tradiert waren, Reflexe dann auch einfach aufsetzen können. Ne? Und dann die antiwestliche Propaganda kennt man, sie war teilweise reaktionär, kann man auch durchaus sagen im Ostblock, und da kann angedockt werden. Ja, danke für die sehr ausführliche Antwort. Ich habe jetzt sind natürlich, so wie ich mir das gewünscht habe, noch viele weitere Fragen reingekommen. Ich mache mal weiter und fasse eine zusammen. Und zwar geht es darum, ob Sie den Anstieg des Antisemitismus in der westlichen Welt, insbesondere außerhalb Europas, erklären können, da dort das Thema des sekundären bzw. Schuldabwehr-Antisemitismus ja nicht gegeben ist. Inwiefern kann dieser Antisemitismus dort erklärt werden? Und der Fragestellende bedankt sich noch für die interessanten Einblicke in ihre Arbeiten. Ich möchte noch eine Frage von einem Mensch auf YouTube anschließen, einer Person, die auch noch einen Anschluss an diese Frage gefragt hat, inwiefern man den Antisemitismus in Deutschland oder die Entwicklungen in Deutschland mit Antisemitismus in anderen Ländern vergleichen kann, da viele rechte Strukturen miteinander weltweit vernetzt sind. Also eine Frage, die auf Internationalität zielt. Gut, ich mache einfach wieder den Anfang. Zum einen haben wir historisch ja bereits eine Kollaboration. Das würde ich nicht unterschätzen. Auch wenn ich jetzt mal im ersten Teil in Europa bleibe. Die Shoah war natürlich ein deutsches Projekt unter deutscher Führung, deutscher Planung durchgeführt, aber mit Hilfe aus den Ländern, aus den jeweils von den Deutschen besetzten Ländern. Und das ist in vielen Gesellschaften natürlich nach 1945 ein Thema gewesen, mit dem man sich nicht gerne befasst hat. Ob das jetzt Frankreich ist oder Ungarn, ja, egal in welche Richtung man guckt. Also Ungarn finde ich da ein sehr gutes Beispiel, das Horthy-Regime, die Fallkreuzler und so weiter. Da gibt es einfach Parallelen, Kooperationen, eine eigene Geschichte, die nicht ganz unähnlich ist. Und es gibt Deportationen dann in der Schlussphase, Massendeportationen von Jüdinnen und Juden. Das ist eine Geschichte, wo ich mir durchaus sehr gut vorstellen kann, dass es vielleicht nicht die gleichen, aber ähnliche Verdrängungsmechanismen geben kann und man sich eben gegen diese Selbstbeteiligung, wie gesagt, die Hauptverantwortung, die Initiative kam von den Deutschen, aber andere haben kollaboriert und dass man sich das eben auch mit einer ähnlichen Schuldabwehr nicht unbedingt eingestehen möchte. Es gab eine Kollaboration natürlich in den arabischen Raum hinein. Wir haben jetzt eine Verquickung natürlich mit dem Konflikt im Mittleren Osten, Israel und seine Nachbarn. Das wird immer, der Antizionismus ging immer einher mit massiven antisemitischen Untertönen. Und ich denke, spätestens mit dem Fall des arabischen Nationalismus, der schon alleine auch antisemitisch genug war, mit der nächsten Radikalisierung ins islamische Feld, dann sind da auch alle Grenzen gefallen. Ich hatte vorhin im Vortrag ja das Beispiel des Tiraner Holocaust-Karikaturen-Wettbewerbs genannt. Da kann man sehen, dass mittlerweile bestimmte Motive einfach global zirkulieren. Genauso Verschwörungsmotive, die Protokolle der Weisen von Zion kann man in vielen, vielen Ländern kaufen, auch im Mittleren Osten bekannterweise. Das Phänomen hat sich internationalisiert,
wie sich vieles internationalisiert hat. Und ja, offensichtlich ist diese Grundstruktur entweder den Jüdinnen und Juden oder im Staat Israel einen Generalangriff auf das eigene zu sehen, das scheinen ja doch alle zu teilen. Ja, ich würde mich in dem wesentlichen Motiv auch anschließen, dass es hier sozusagen es etwas gibt in der globalisierten Welt, was sich um dasselbe Problem des Nicht-Identischen, also sozusagen des Identitätszwangs und des Wunsches auch nach Identifikation und sozusagen und des Abgespaltenen dreht. Ich würde das auch tatsächlich da ein zentrales Motiv sehen und dadurch, dass und das halt nur in der Umwegkommunikation, in Deutschland auf eine Umwegkommunikation stärker auch angewiesen ist und deswegen auch den Schuldabwehr-Antisemitismus stärker nutzt, weil es natürlich auch nochmal einen stärkeren Antrieb gibt, der ja beschrieben worden ist, auch von einem Doktoranden, ich habe jetzt gerade vergessen, wie er hieß, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre am Institut für Sozialforschung, eben als Schuldabwehr-Antisemitismus. Aber der stärkste Antrieb bleibt, glaube ich, eine ganze Reihe von Motiven, die hinter dem Antisemitismus stehen. Und ich würde sogar einen nicht zuletzt nennen, der in den Elementen des Antisemitismus auch genannt wird, den ich sehr zentral finde, ist, dass wir, glaube ich, in einer schlecht säkularisierten Welt leben. Und weshalb Detlef Clausen für den Antisemitismus auch den Begriff der Alltagsreligion, also der Regression auf eine religiöse Struktur oder Funktion beschrieben hat und von dem Adorno und Horkheimer schrieben, selbst in der säkularisierten Welt ist der Antisemitismus der Hass der Anhänger der Sohnesreligion auf die Anhänger der Vaterreligion, weil sie es besser wissen. Wir leben in einer Welt, die getrieben ist von einer Heilserwartung. Und auch der Kapital, die Waren produzierende Gesellschaft ist es. Und ich glaube immer dann, und das ist vielleicht auch ein großes Motiv, das die Gesundheitskrise noch stärker macht, die wir gerade erleben, als die ökonomische Krise, in der es aber auch schon zum Tragen kam, in der sich zeigt, dass bestimmte legitimatorische Funktionen des Heilsversprechens sich nicht realisieren lassen. Und wo es dann zu einem Rückschlag kommt, weil die Akzeptanz nicht der Aufklärung geschuldet war, sondern die integrierende Funktion eines Versprechens auf ein erlösendes Morgen, das sich unter Freisetzung der voll entfalteten Produktivkräfte und der den Körper prothetisierenden Elemente dann einstellt. Und immer wenn es sichtbar wird, dass weder der Kapitalismus ewig wachsen wird und die Krise zur dieser Wirtschaftsform gehört, wie der Herbst zu den Jahreszeiten und auch die moderne Medizin keinesfalls das Leiden abschaffen wird und immer nur übermächtiger wird. In dem Moment kommt es zur Regression auf Älteres, nur halt eben in einer entstellteren Form. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen abgedreht klingen, aber ich glaube, dass da tatsächlich wir es mit einer hier an den Stellen immer sichtbar wird, wie schlecht das Projekt der Aufklärung gelungen ist. Und zwar das im engeren Sinne der Epoche. Da würde ich fast nochmal anschließen wollen, weil das wird tatsächlich von der rechten Seite sehr ähnlich gelesen. Also ich fand da wirklich eine sehr erhellende Lektüre, das Buch von Ernst Nolte über den Islamismus. Ja, der im Prinzip etwas beschreibt, das erwartet man, wenn man auch an das Rezeptionsmilieu Noltes denkt, natürlich eigentlich einen flammenden Angriff auf die Barbarei, ist es aber gar nicht. Es ist also eigentlich lesbar als Verteidigungsschrift. Mit genau dieser Argumentation, dass die Moderne, diese grässliche, alles auflösende Moderne, erfindet da biologistische Metaphern für. Ja? Er spricht da von Okzidentose, ja, also ähnlich wie die Paradontose, die globalisiert sich. Ja, die westliche Moderne ist ein globales Phänomen geworden in den letzten Jahrzehnten
und zerstört jetzt alle autochthonen Kulturen. Und jetzt erheben sich die autochthonen Kulturen und das untersucht er eben auch für den arabisch-islamischen Raum. Und kommt dann auf genau die gleichen Reaktionsschemata. Und da die Juden und vor allem dann gar nicht mal groß verklausuliert, der Zionismus als Stellvertreter dafür, ist eben der Agent dieser Moderne in dieser Darstellung. Und deswegen findet er die Abwehr auch völlig legitim. Und man merkt, dass er den Antisemitismus genauso denkt. Und jetzt finden wir mittlerweile Texte, auch in der Neuen Rechten, die ganz erstaunlich, Thor von Waldstein beispielsweise, ein ehemaliger NPD-Mann, der heute für Kubitschek schreibt, der liefert flammende Verteidigungsschriften für den Islam, wenn er denn auf der anderen Seite des Mittelmeeres bleibt. Aber eigentlich Waffenbruder. Weil es geht immer Verteidigung der eigenen Identität gegen die Ansprüche der Moderne, die aber Charaktereigenschaften der Juden sind. Also da geht das alles zusammen. Wobei, da würde ich mich doch zumindest die Gelegenheit noch kurz nutzen, mich davon abzugrenzen. Ich würde ja am Projekt der Aufklärung und der Moderne festhalten wollen. Aber die Widersprüche, die sich ergeben, mit in den Blick nehmen. Und das. Wovon wollen wir uns jetzt abgrenzen? Also ja, nicht von dieser wahnsinnigen Darstellung. Von einer scheinbaren Kritik der Moderne, die eine Rückprojektion eines Sehnsuchtsortes in der Vergangenheit kennt, in dem es sozusagen Einheit, Homogenität und Ähnliches gibt. Das gab es nie. Es ist nur natürlich. Ja, genau. Aber das ist ja Bestandteil eben einer Kritik, eines antimodernen Ressentiments der Rechten. Muss sagen, wahrscheinlich auch tatsächlich des Fundamentalismus. Ja? Also dass es sozusagen eine Rückprojektion eines erlösenden Homogenen ist, das sich sozusagen in Stellung gebracht wird gegen eine Moderne. Ohne Aufklärung und Vernunft geht es nicht. Aber wenn wir nicht erkennen, was auch der Vernunft innewohnt, das Eingedenk der Natur sozusagen, mit dieser Metapher der kritischen Theorie, dann wiederholen wir etwas, was eben auch und ich glaube, wir können das machen, auf Kritik der Aufklärung, ohne in die Regression zu kommen oder uns sozusagen diesem Ressentiment anzuschließen. Das wäre das Projekt, ja. Ja, genau. Ja, sehr. Ich bin begeistert von der regelrechten Diskussion, die zustande gekommen ist. Das habe ich nicht so oft bei Zoom-Veranstaltungen. Die Zeit ist jetzt schon relativ weit vorangeschritten, deswegen möchte ich, und obwohl noch einige Fragen eingegangen sind, möchte ich jetzt nur noch eine einzige Frage stellen, damit wir hier jetzt nicht bis in die Nacht noch tagen. Und ich ziehe jetzt noch mal eine Frage aus dem Zoom-Chat vor. Und zwar hier ist die Frage, was halten Sie denn, ich denke, sie bezieht sich, schätze ich jetzt, auf generell die Erklärung von Rechtsextremismus und Antisemitismus. Was halten Sie von einer emotionalen Erklärung, welche sich aus Ängsten und Misstrauen gegenüber den amtierenden PolitikerInnen, welche enttäuscht haben, etc., und der Hoffnung in neue Kräfte zusammensetzt. Vielleicht hier nochmal die Frage, inwiefern der Zugang über Emotionalität oder Affektivität irgendwie ein Erklärungspotenzial aufweist. Ja, Oliver Decker hat ja vorhin das Buch von Uffe Jensen zur Zornpolitik genannt. Da finde ich sehr gute Antworten drin. Also die Grundthese ist, dass eben der Kontrollverlust über das eigene Dasein natürlich die Ressentiments gerade nochmal befeuert. Und da sieht er einen klaren Zusammenhang. Das ist eine sehr schöne Untersuchung, wie ich finde. Das heißt aber nicht, dass dass sozusagen die Ziele des empfundenen Ressentimentverlustes dann, Kontrollverlustes, Entschuldigung, also die Ziele der Ressentiments dann die richtigen sein müssen, beziehungsweise der Kontrollverlust mitunter auch mehr ein eingebildeter ist. Ich sehe
die von gerade jetzt, ich sage mal, Querdenkern und Co. beschworenen Gefahren tatsächlich nicht. Ich sehe weder, dass wir in einer Diktatur leben, noch dass ich mit Mikrochips geimpft werde. Das halte ich tatsächlich für Humbug. Und deswegen tue ich mich sehr schwer damit zu. Ich kann es analysieren, ich kann es aber nicht rechtfertigen oder entschuldigen, dass sich Leute aus diesen Ängsten, die ich für diffus halte, dann solche wirklich ekelhaften revisionistischen Aufkleber an die Jacke machen, wie den gelben Stern, der eine Verhöhnung dann darstellt. Also ich sehe den Zusammenhang, aber ich erlaube mir die Wertung, dass ich es nicht, dass ich es einfach ablehne, ja. Als ein Psychologe des als ein Psychologe, der sich mit dem Unbewussten beschäftigt, ist mir natürlich Emotionalität und Affekte durchaus ist mein zentraler Gegenstand. Ich halte das aber ehrlich gestanden eher für eine Rationalisierung die Enttäuschung durch Politikerinnen und Politiker. Demokrat, der durch Enttäuschung zum Antidemokraten wird, da war schon vorher irgendwas nicht so ganz okay. Das ist Stichwort autoritäre Rebellion und Ähnliches spielen da eine Rolle. Ja, also, aber dabei belasse ich es jetzt auch. Ja, dann vielen, vielen Dank an Sie beide für das sehr aufschlussreiche und sehr spannende Gespräch. Ich hätte es jetzt tatsächlich noch weiterführen können. Bin sehr froh, dass Sie heute da waren und uns Rede und Antwort gestanden haben und mit den Zuschauern diskutiert haben. Ich möchte mich auch noch mal abschließend ganz herzlich bei meinen Kollegen und Kolleginnen bedanken, die hier die ganze Technik möglich gemacht haben und mir per Handy, deswegen war ich hin und wieder etwas abgelenkt, Fragen aus YouTube haben zukommen lassen. Es muss ja auch alles gemacht werden. Ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei euch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, für euer Interesse und möchte noch ganz abschließend darauf hinweisen, dass wir als IDZ noch weitere Vorträge und Veranstaltungen in digitaler Form in der nächsten Zeit planen. Dazu einfach mal unsere Website besuchen, idz-jena.de. Wir haben schon in 2 Wochen, am 15.12. erneut den Volker Weiß zu Gast. Also wer jetzt noch nicht genug von ihm bekommen hat, der kann in 2 Wochen noch mal einschalten. Dann geht es um die Corona-Proteste. Am 15.12. ist das um 19 Uhr wiederum, auch hier am selben Ort und auch über YouTube. In Begleitung mit der Professorin Priska Daffi von der Universität Bielefeld wird es über die extreme Rechte und ihre Reaktion auf die Corona-Pandemie gehen. Außerdem findet nächste Woche noch unsere digitale Konferenz Hate Not Found zum Thema Deplatforming statt. Die ist zwar schon auch ausgebucht, aber man kann sie auch live per Stream verfolgen und zwar auch alles über unsere Facebook-Seite beziehungsweise über die einschlägigen Kanäle, die dann auf unserer Webseite idz-jena.de zu finden sind. So, hiermit entlasse ich Sie jetzt alle in den Feierabend und bedanke mich fürs Zuschauen, Zuhören und wünsche noch einen guten Abend. Vielen Dank.